Jetzt, Freunde, sind wir auf Sendung. Auf Sendung. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Make Hip-Hop great again, baby, baby. Yo, yo, yo. Eieiei. Ich habe die Nachricht heute Morgen gelesen. Da stand drin, es gibt ein Massaker. Eieiei. Und das haben wir gegenüber, Bruder, Massaker. Bruder, seit Tag 1 an meiner rechten Seite. Der Kreuzberg, General, 187 Präsident Belasch. Und hier ist Boogie Arzen Keeper, der lustigste Intensivtäter. Schön hier zu sein, ja, jetzt. Wir freuen uns. Ja, mal korrekt, dass du gekommen bist, Bruder. Herzlich willkommen. Massaker, Original schön, Kreuzberg, am Tisch, wo nicht gelogen wird. Baby, baby. Baby, baby. Und er hat mit einem Langwitzer Witz angefangen. Er hat mich ein bisschen getriggert. Er rief Bruder, du bist ein Pitbull lerner mit deiner Dings. Unbedingt. Ich kann euch nicht kränken, deswegen bin ich hier, Bruder. Er sagte nämlich vor 10 Minuten, rief ich Massaker an und fragte, was er trinken will, glaube ich. Und er sagte, ist heute Podcast, Bruder, wie? Und dann hat er mich erschrocken. Ja. Er hat dich hops genommen, sagen wir. Ich hops genommen. Die Jugendlichen heutzutage. Fast. Am Start, Baby. Schön, dass du gekommen bist, Bruder. Dankeschön. Lange ist es her. Einladung. Sehr gerne. Viele Leute haben immer wieder gefragt, wann kommen sie, wann kommt er. Ja, deswegen. Jetzt sind wir hier. Jetzt bist du da, Bruder Herz. Wie geht's, Rami? Ich glaube gut, Bruder. Für die Leute, die nicht wissen, Monster 361. Monster 361. Der hat ein bisschen Pause eingelegt, aber wir warten auf jeden Fall auf seine neuen Dinger. Full Support. Kreuzberger Urgestalt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So sieht's aus. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr noch guten Kontakt miteinander habt. Guter Bruder auf jeden Fall, man kennt sich ja auch schon alle, kennen uns ewig. Und deswegen, ich wollte auch mal gefragt haben, viele Leute sind verwirrt, ich war es auch ein bisschen, wegen dieser Namenssache, weißt du? Mhm. Weil wie du dich natürlich selbst erinnern kannst, ihr wart die Gruppe Massaker, Monster, Murdoch. Richtig. Und dann warst du alleine Massaker, er wurde Monster 361. Er war schon immer Monster 361. Das war er so. Genau. Richtig. Das Problem ist, Dings, in Amerika gab es eine Gruppe, diese Gorillas. Da gab es einen Murdoch schon. Und das hätte mir große Probleme gemacht wegen dem Namen. So ist echt, ja. Und genau in dem Moment fast hätten wir dieses Album rausgebracht mit dem Namen und dies und das. Deswegen haben wir es sein gelassen. Ich habe den Namen Massaker übernommen. Monster ist immer noch Monster. Monster ist immer noch Monster. Ja. Schöne Grüße an den Bruder. Grüße und ab und zu rolle ich auch noch das Murdoch, wa? Hatten wir vorhin immer Murdoch. Murdoch ist tot, Dicker. Ja. Murdoch ist Gorillas. Ja. Massaker. Aber wirst du ab und zu noch drauf angequatscht, ne? Aber viele haben vergessen bestimmt. Ist lange her. Ja, ja, ist schon lange her so. Seit 5 Jahren benutze ich den Namen Massaker. Sehr schön. Du bist jetzt auch sowieso vom Deutsch zum Türkischen rübergegangen. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Richtig, auch. Fast 5 Jahre jetzt her so. War zufällig so. Ich habe ja immer deutsche Alben gemacht und 2 Tracks, 3 Tracks habe ich immer Türkisch noch reingepackt. Mhm. Und da habe ich die ganze Zeit Angebote bekommen für Konzerte, für Feeds und dies und das. Da bin ich reingerutscht. So. Und da bin ich dann geblieben. Korrekt, auf jeden Fall. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du erfolgreich bist in der Türkei. Dankeschön, Bruder. Dort ist dein Erfolg, kann man schon sagen, viel größer als zu Deutschrap-Zeiten hier. Ja. Ja? Und, in der Zeit, wo wir Deutschrap gemacht haben, war Deutschrap ja noch underground. Da war es ja noch nicht so richtig so explodiert. Richtig. Aber meine Musik ist sehr, sehr gut angekommen in der Türkei und deswegen bin ich auch da geblieben. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt für immer türkisch Rap machen werde. Ich habe auch vor, immer noch Deutsch zu machen. So. Mhm. Aber mal sehen, wann. Ist gut. Ich meine, du kannst ja beides. Kannst du so switchen, wie du Bock drauf hast halt. Ne? Ja. Deswegen, also wir haben auch mit Killer Hakan auch den Podcast gemacht, da wo er in der Türkei halt auch mal durch die Decke gegangen ist. Der hat ja auch voll lange gebraucht. Mhm. Manchmal dauert es halt. Bruder Nasib. Nasib. Schicksal lerne. Wenn die Zeit gekommen ist, dann schaffst du es oder nicht. Hast du recht auf jeden Fall. Aber der Weg ist das Ziel. So. Weißt du, ich meine, es gibt ja kein Ziel, wo wir sagen, wo wir irgendwo ankommen werden und dann sind wir jetzt da und wir sind glücklich. Ja. Nein, wir machen ja immer weiter. Ja. Hast du recht, hast du gut gesagt. Aber ich denke mal, Weg ist das Ziel. Aber wenn man am Ende dann vielleicht 20 Jahre gemacht hat und keinen Erfolg hat, dann ist scheiße, Bruder. Also ich freue mich für dich, ich freue mich für Killer, ich freue mich für jeden unserer Jungs, wenn was Gutes passiert am Ende. Irgendwo gehen wir unsere Wege, wenn wir durchziehen. So, glaube ich, das ist halt so das Ding. So, weißt du? Wir ziehen ja durch seit Jahren, Bruder. Seit 2004 sind wir dabei, du genauso. Also deine Mucke ist immer noch gerne präsent in unseren Ohren. So, weißt du, ich meine, ich feiere das auf jeden Fall. Dein letztes Snippet feiere ich auf jeden Fall. Wer nicht? Baba, weißt du, ich meine. Ich habe auch gerade dir hinter den Kameras gesagt, für mich hattest du immer die besten Kreuzberger Videos. Also so, wenn es um Videoclips geht, auch jetzt die letzten 2-3 Jahre, ist nochmal ein Turbo-Boost reingekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Da ist einfach die Qualität immer da gewesen. Ihr seid so die Kreuzberger Gangster-Rap-Pioniere und
Mir haben deine Videos einfach am besten gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du selber immer eingewirkt hast oder ob du dir immer super Leute geholt hast. Weiß also ich 90% nicht. Habe ich eingewirkt. So. Okay, dann ist aber das mit gut. Leuten, die das sehr gut umsetzen konnten. Ja. So. Das war sehr, sehr kann gut. Ich so ein da bisschen noch, näher ran, Bruder. Nur ein ja. kleines bisschen. Ja. Kann mich da noch erinnern an dieses Requisiten-Mecker, wo wir waren vor einigen Jahren, da habe ich mit dem Bruder Frauenarzt und Money Mark dieses Bassgang-Video gedreht. Da ging wir in so eine Neuköllner Ghetto-Straße rein. Da hattest du einen Laden, glaube ich, 4 Büroräume, voll mit Requisiten. Ja, ja, ja. Wenn ich den nochmal hätte, also ich den Laden, dir erzählt, hat ja so, gefragt. Es ist so, zufällig habe ich den Laden bekommen, so, weißt du, ich meine, der musste mir gehören. Aber in diesem Studio haben wir auch sehr, sehr gute Sachen produziert. So. Da war viel, wie du gesagt hast, Requisiten und studiomäßig war sehr, sehr gut. War eine geile Zeit. Richtig geile Fall. Zeit. Und ja, ja. auch, glaube ich, vor zehn Jahren, wann war Biografie eines Dealers, Belas? 2012? 15? Nee, 15? 15, ja, 15. Okay. Ungefähr. Habe ich auch mit Big Baba, echter geht's nicht, gedreht. Dann sagte okay. ich, komm auch, Massaker, wir brauchen eine Straßenszene. Hm. Dann kam ich in ein Studio, wollte ich ganz schnell wieder raus, weil ich auf Führungsaufsicht war. Du machst mir Probleme hier, Bruder. Aber das war ein anderes Land natürlich. Ja. Da, wo es erlaubt ist, oder? Als du zum ersten Mal in mein Studio kamst, hast du gesagt, Boogie, kannst du dich ein bisschen Geld machen, dass die Frauen endlich mal Anziehsachen haben? Ihr kennt euch auch schon ewig. Ja, 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 natürlich. Wann habt ihr euch denn kennengelernt? Könnt ihr euch erinnern, wann? Ich weiß, dass ich dich kennengelernt habe über Worok, das schwarze Schaf. Worok und Burka, glaube ich. Genau, Worok ja, und Burka, genau. Ja. Und das war aber, da habe ich noch nicht bei dem produziert. Das war, glaube ich, auch so die Zeiten, da waren die VS Mafia. Diese genau. Samplers und so, genau. Ja, ja, ja. Genau. Und ich glaube, du warst der erste Gangster, der Kontaktlinsen hatte. Richtig. Ich habe noch nie einen Gangster mit Kontaktlinsen gesehen. Dann hat und Vampirzähne. Und Vampirzähne. Ich hatte ja die Vampirzähne mit 16 schon, so, ja. bevor Rap irgendwas kam. So. Immer diese mystische Szene hat mich immer sehr, sehr interessiert. So. Trotzdem war es nicht, schon unterbrochen habe, trotzdem konnte ich dein Zeug pumpen, weil es nicht Splatter war. Es war immer noch nicht so, also es war nicht so Splatter wie die andere Musik, weil es nicht so satanische ja, Botschaften hatte düster, oder so. Ja, ja, genau. Es genau. war nicht so Horror, meint er. Genau, also, genau. Horror, diese Jungs wie Kaiser und Bastard und so, die hatten so mehr diesen Horror-Style. Auf jeden Fall. Aber bei euch war dunkle Straße. So. Richtig. Dunkel Gangster. Genau. Richtig, genau. richtig. So. Und mit den Zähnen habe ich ja auch mal, liebäugel ich ja auch. Jede 2 Minuten werde ich von den Bullen angehalten wegen Waffen. Darf man nichts mithaben und die Zähne sind günstig. Da kannte ich noch 007, der Beißer. Wer kennt den noch aus den 70er Jahren? Natürlich, mit dem Gebiss. Ja. Hast du die noch am Start? Nee, Dicker. Nee, nee. Die Zähne meinst du? Ja, nee. Stecken irgendwo im Kopf drin, wa? Aber das war doch bei dir, war das doch nicht zum Ranstecken. Du hast richtig die Zähne machen lassen. Richtig operieren lassen, genau. Genau, und wie ging das, wie sind die jetzt weg? Musstest du noch neu operieren? Rausziehen lassen und richtig normale Zähne ranmachen lassen. Das war irgendwann ging nicht mehr so, weißt du. Beim Essen, ne? Beißt du in deine Lippe? Nee, ging schon. Beim Essen ging das schon, aber irgendwann war so Dings, ja, für die Öffentlichkeit war es zu krass, Bruder. Weißt du, ich meine, ich habe die bis 33 getragen, also wie viel Jahre ist das? Keine Ahnung, fast 15 Jahre so, ja, weißt du, ich meine, ja, war krass, überall, wo ich ankam, hat er gedacht, was ist mit denen los, so, weißt du, ich meine. Aber okay. Ja. Jetzt, ja, krass, ich hätte jetzt echt gedacht, das war halt so ein Gebiss, aber das ist jetzt richtig fest drin, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Bei Worok habt ihr euch also kennengelernt, ja? Ja, genau. Mit Worok machst du immer noch, ne? Nicht mehr, Bruder, wir haben uns auseinandergearbeitet, aber ich feiere seine Sachen immer noch und wir haben sehr gute Sachen gemacht, so, weißt du, ich meine, das muss ich auf jeden Fall dir sagen, so, auch schöne Grüße an ihn. Grüße an Burka. Burka ist ein guter Produzent, so. Aber sehr, nicht lange sehr, her, kann das sein? Vor 2 Jahren, 3 Jahren? 2 Jahren, Video, drei oder? Jahren, genau. Okay, da haben wir uns ein bisschen so auseinandergearbeitet, so, aber alles cool, so, ich feiere ihn auf jeden Fall, nach wie vor. Hat letztens stabilen Beat auch gemacht für Desi, macht sehr gute Musik auch noch. Für dich? Nee, für eine Künstlerin von mir. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein guter Produzent. Props an Burka. Da gibt es noch ein Lied. Das muss ich unbedingt dem Onkel mal zeigen. Das muss ich Onkel Belas zeigen, wie es sich anhört auf 2 Bacardis. Ah, da haben wir Eugene Wyatt genommen. You gotta get me home tonight. Der Bruder Momo Shakur hatte letztens auch einen Künstler mit dem Sample. Und Mo Mitchell hat einen Hook gesungen. Und jedes Mal sage ich, Erkan, wir müssen dieses Lied nochmal rausbringen. Mhm. Korrekt. Weißt du, wann wir uns kennengelernt haben? Kannst du dich erinnern? Bruder, wir kennen uns doch schon, seitdem wir klein sind. Ja. Wir sind Kreuzberger Familie. Ne? Ich sag mehr oder weniger, aber ich kann mich auch genau erinnern, glaube ich, an den Tag. So. Müsste Admiralhof gewesen sein, da war ich 13 oder so. Das ist schon wirklich verdammt lange her. Zu der Zeit warst du mit Dings hier noch unterwegs, glaube ich, viel mit Gökhan Civelek und so. Ja, Bruder. Diese Ecke. Ich war gerade neu nach Kreuzberg gezogen aus Neukölln, ich kannte keine Sau.
Und dann war ich Admiral, ich war dies, ich war dort. Da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und später dann zu der Rap-Zeit, kann ich mich noch erinnern, wart ihr, wann habt ihr angefangen eigentlich? Wann kam das erste Ding 2004, raus? Bruder. Vier, okay, 2004. Dann waren wir genau im selben Jahr auch noch dann am Start mit dem Rap-Scheiß. Und ich kann mich erinnern, da zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit Rap, da haben in Kreuzberg alle sich gegenseitig gehatet. So. Das, du weißt, wie das war. Ja, ja, natürlich, natürlich. Es gab auch meistens keinen Grund. Kinderkacke, Bruder. Ja. Normalerweise, wir sind Familie und so. Aber damals war jeder so drauf. Du weißt doch, Rap, wir sind Feinde und so eine Scheiße. So. Weißt du, ich meine, normalerweise, wenn man zusammenhalten würde, wir würden auseinandernehmen. Weil viele Talente sind aus Kreuzberg gekommen, Bruder. Ja, das unterzeichne ich, Massaker. Ich sag immer wieder, wenn Kreuzberg irgendwie antreten. Aber ich muss sagen, gerne, deine Musik haben wir immer gefeiert, so. Weißt du, ich meine, die war auch damals sehr, sehr qualitativ, so. Deine Stimme und so war immer Bombe, so. Weißt du, ich meine, aber diese Kinderkacke war immer da. Ja, ne? Das war auch nichts zwischen uns, ehrlich gesagt. War nur so ab und zu mal so ein bisschen was. Da gab es irgendwas im Internet, hat irgendeiner Diss geschrieben, dann hat ein Fan zurückgeschrieben. Aber wir haben persönlich nie ein Problem miteinander gehabt. Oder? Nie. Ich habe auch immer euren Style gefeiert. Deine Stimme war immer Baba. Jeder, keiner hat was sagen können. Auch Videos und so war Hammer. Es war einfach so, dass es war so wie Gang und Gäbe. Ohne Grund. Das war ja nicht unter uns irgendwas, ist nie passiert, muss man dazu sagen. Nicht, dass die Leute falsch verstehen. Es gab nichts. Aber damals war so, Bruder. Die Szene war damals so. Es war jeder so Ellbogen. Jeden gehatet so. Ja, so. Alles war Konkurrenz, alles war Ellbogen. Genau, jeder wollte an die Spitze, aber wollte über die anderen rübersteigen. Richtig. Das war das, wo wir nicht verstanden haben. Wenn du mich fragst damals, wenn wir zusammenhalten, sind wir noch mal viel stärker. Natürlich, immer. Weil die anderen da draußen, weißt du, wenn du kämpfen willst, kämpf gegen die. Warum gegen deine eigenen Leute? Das aber war mal Kreuzberger Krankheit. Guck mal, die Sache ist, damals waren wir noch sehr, sehr viel auf den Straßen, Bruder. Du weißt ja, diese Mentalität hat sich auch in diese Rap-Szene reingeboren. So, weißt du, ich meine? Deswegen waren diese Kindergeschichten waren damals auf jeden Fall. Wir haben es ja auch versucht. Zweimal haben wir dieses 36-Clan alleine probiert. Ja. Weißt du noch? Erstes Mal haben wir 2006, glaube ich, gesessen. Damals. Ja, genau. Damals 2006 haben wir das erste Mal gesessen, bin ich mit Kayo gekommen und Turan war da, Hakan war da, alle mögliche. Und später dann nochmal bei Fevzi, bei 36 Kings, Jahre später. War schwer, Bruder. Es hat nicht geklappt. Ja, war meistens haben die Älteren untereinander immer dann wieder Streit. Richtig. Aber ich kann es nur bestätigen, dieses riesige Potenzial, das musikalisch, was Kreuzberg anging, obwohl ich der stolzeste Langwitzer bin, den es jemals gab. Ich sehe das von außen halt. Kreuzberg hat mit am meisten halt dieses Gang-Ding geprägt. Das kam von Kreuzberg und auch die Musik. Ganz kurz, Musik, Bruder. Auch Schauspieler und ja, alles aber bei Musik sage ich manchmal, ich hatte manchmal gesehen, dass es in einer Straße manchmal so viel Potenzial gab, wie woanders in einem Bezirk. Und kein Süßholz raspelt auch, muss man echt sagen, Kreuzberg hatte eine ganz solide Rap-Szene. Guck mal, die Dings hier, Rap City Berlin 1, weißt du noch. Ne? Da haben sie doch die Punkte auf den Bezirken gehabt. Wie viele Punkte waren auf Kreuzberg drauf? Das konntest du gar nicht mehr erzählen. Als wenn die halbe Rap-Szene aus Kreuzberg gekommen ist. Aber so richtig rausgeschafft hat 15 Jahre lang keiner. Kannst du dich erinnern? Nee, UFO ist irgendwann wirklich erfolgreich geworden, du bist erfolgreich geworden. So, jeder so, macht so ein bisschen so sein Ding. Aber es war wie verflucht. So, der ist hochgekommen, der ist hochgekommen. Aber der Bruder, ist wie gesagt, Nasib, ne? Das ist alles Nasib, Schicksal, ne? Irgendwann machst du es und irgendwann schaffst du es. Ja. Aber dieses Schaffen ist auch so, ja, dann kann man in die Breite ziehen, so. Was ist Schaffen, so? Weißt du, ich meine? Ja, ne, du machst immer weiter. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen ja nicht ins Paradies durch Musik, Alter. Weißt du, ich meine? Dann haben wir es geschafft. Hast du recht, wenn ich abends Musik höre. Hauptsache durchziehen, hast du recht, Bruder. Wenn ich abends Musik höre und Blunt rauche, bin ich im Paradies. Ey, ich frage mal sowieso, Bruder, du bist immer im Paradies. Immer. Gläubig, ein sehr gläubiger Mensch, aber auch am Ramadan siehst du mich mit Blunt im Hammer fahren. Und ich muss unbedingt wissen, was macht Zaza? Das ist einer meiner Lieblingsrapper aus Kreuzberg. Was ist mit ihm überhaupt? Ich frage euch als Kreuzberger. Ich weiß nicht, Bruder. Zaza ist irgendwann aus der Nummer ausgestiegen. Das ist auch einer von den Jungs. Haben wir Feuer gerufen? Atesh. Was ist bei dir, Bruder? Du Abzieher. Gib mal mein Feuer. Wir hatten mal eine Zeit lang, alle haben doch immer zusammengesessen in Wohnungen. 15 Leute da, 15 Leute da, 15 Leute da. Bei dem einen Jungen, alle haben immer nach Feuerzeug gesucht. Wenn du gekommen bist, dein Feuerzeug war weg. Bruder, die Kiffer, die stecken immer ein. Bruder, irgendwann haben wir unter seine Couch gefunden. So eine Tüte. Ich schwöre dir, voll. 300 Feuerzeuge. Aber das ist echt die Mythe, weil ich klaue nichts mehr, außer halt bei Großkonzernen oder so. Aber Feuerzeuge klaut man immer. Das ist immer safe. Angewohnheit. Nee, bei Zaza waren wir ganz kurz. Genau. Der war ein sehr talentierter Rapper, einer von vielen Kreuzbergern, die irgendwann aufgegeben haben, die gesagt haben, ich mache nicht mehr arbeiten gehen, Familie, dies, das. Aber der war auf jeden Fall sehr talentiert. Bei ihm kam noch dazu, dass er genau da, wo er das erste Mal ein Signing hätte bekommen sollen, und das wissen viele nicht,
Und zwar bei Flair, lustigerweise. Oh, von allen Menschen auf der Welt. Okay. Sollte er bei Flair unterschreiben. Krass. Und weil Azad, unser Junge aus der Türkei, 81 Azad, der ist Verwandt oder Bekannter oder so von Zaza, seine Familie. Das kann doch gar nicht sein. Das sind ja türkische Kurden. So, ja? Und die sind untereinander so. Und die haben so Kontakt hergestellt. Vertrag sollte am Start sein. Das war genau da, wo die Aktion passiert ist mit ist das Azad und Flair und LKA und bla bla bla. Und dann war vorbei. So, ist das und seitdem ist. Aber er hat doch genau in der Zeit aufgehört, wo Rap noch krasse Story, explodiert Alter. Ist. Alter. Weißt du? Genau. Dann hätte er noch zwei, drei Jahre noch ausgehalten, er hat es geschafft. Er war so stark. Rapper, Bruder. So stark. Grüße an den Bruder. Azad, wir telefonieren jeden Abend. Warum sagst du mir nicht, dass einer meiner Lieblingsrapper mit dir verwandt ist? Und wenn ihr wir reden über Zaza, du redest über Azad. Ich meine aber nicht Azad, den Rapper, den Azad, den unsere Gruppe, der mit ihm verwandt ist. Und ich wollte sagen, wenn die Leute nichts von Zaza kennen, gebt euch das Lied vom Belaschein-Album 36 Styles. Noch mit Mosch. Ja, genau. Er hat viele gute Lieder, Digga. Auch alleine solo. Braun-Weiß. Ja. Er hat richtig krasse Hits. Krasser Motherfucker. Ja, Zaza. Ja. Bam. Gehen wir in die alte Zeit ein bisschen zurück, Bruder. Yes, oder? Natürlich, so ein bisschen Zeitmaschine ist immer gut. Ich habe da gerade gesagt, wir waren 13, wir treffen uns auf irgendeinem Hof. Das ist eine halbe Ewigkeit her. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite kommt es mir vor wie vorgestern. Manche Sachen. Ist ja auch so. Alter. Weißt du so? Ist ja auch vorgestern. Und morgen ist schon vorbei. So, mehr oder weniger. Ja. Aber du bist hier in Kreuzberg geboren? Geboren und ich hoffe, ich sterbe hier nicht, Alter. Nein? Weil wir haben nur die Scheißseite vom Leben gesehen, so. Weißt du, ich meine, immer noch, Bruder. Ja, nur die Schattenseite, so. Weißt du, ich meine, irgendwann wird Zeit, dass wir die Sonne mal sehen werden. Hast du auch recht. Ja. Aber die Sonne ist sowieso in der Türkei aktiver, wo du jetzt bist, Bruder. Ich weiß nicht, was zieht dich überhaupt noch zurück, Alter? Nach Deutschland? Ja. Bruder, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren. System sitzt hier für mich so, weißt du, ich meine? Mhm. Ich mach Pendel. Man wäre dumm, wenn man für immer einfach rübergeht und einfach seine Vergangenheit vergisst, so, weißt du, ich meine? Ja, ne? Dieses Hin- und Her-Pendeln macht für mich mehr Sinn, Bruder. Wie viel bist du drüben, wie viel hier, so ungefähr? 70-30. 70-30? Nee, 60-40. Was ist 60 drüben oder hier? 40 drüben. 40 hier. Drüben, ja. Okay, bist du mehr hier sogar? Genau. Okay. Also viel Konzerte und dies und das, viele Sponsoren, viele Projekte machen wir drüben, so, weißt du, ich meine? Arbeit also mehr. Genau. Türkisch Rap ist ja auch mittlerweile, ist auch explodiert, Bruder. Auf jeden Fall. Ist auch sehr, sehr qualitativ hoch, so, weißt du, ich meine? Auf jeden Fall. Und da sich mit harter Musik zu etablieren, ist schon eine Sache, so, weißt du, ich meine? Ich bin froh darüber. Weil es gibt nun mal diese Kategorie harten Rap und Pussy Rap. Dann sag du den Namen. Verstehst du? Ibne Rap. Muss jetzt nicht sein. Es gibt auch gute weiche. Natürlich gibt's. Schadischer zum Beispiel. Auf jeden Baba Fall. Baba-Rapper. Gibt's viele Rapper, die. Du hast auch mit ihm was gemacht, oder? Genau. So auf ein Dings. Kollabo, wo mehrere Rapper drauf sind, so, weißt du, ich meine? Haben wir auch was krasse gemacht. Raps hier. Ja, auf jeden Fall. Kann man gar nichts sagen. Ja. Deswegen cool, dass du da auch Fuß gefasst hast. Sind ja auch sehr selten Leute von. Froh, dass ich mit harten Rap drüben etabliert geworden bin. Na, so, mit deinem Style. Du hast dich nicht geändert. Genau. Nach wie vor genau gleich. Dafür alles gut. Und ich muss auch sagen, die erste Rap-Gruppe, wo man so ein paar Leute kannte, die kannten, war auch das Kartell. Also Kartell, die Rap-Gruppe, da war ich zu dem Zeitpunkt in der Türkei, die waren wie Michael Jackson, habe ich hier schon ganz oft gesagt. Fußballstadien voll, Merch wie Michael Jackson. Genau, und in Deutschland, hier in Berlin, haben die auch Alarm gemacht. Aber ich schätze viel mehr in der Türkei. Oder wie? Kartell 2000, hatte mehr Hype. 2000 war das, ne? Nein, Bruder, wir wissen alle besser. Früher, Bruder, war nicht 2000er. Ja, war schon 90er. 93, 94. Okay. Geld-Kartell. Es gab so eine Besetzung am Anfang, genau diese Geld-Kartell-Zeit. Und später hat sich das dann geändert, dann waren sie mit Peter Maffay, hatten sie noch ein Video. Das ging auch hier in Deutschland rum. So ein Schwarz-Weiß-Video auf dem Dach. Stimmt. Da waren sie mit Peter Maffay auch auf Tour. Ja, das war Kartell, wo? Ja? Kartell, ja. Kenn ich gar nicht. Ja. Das war, da also haben dieses geändert. Projekt kenne ich nicht. Kartell, RGI und so. Doch, Kartell kennt doch ach jeder, so, Bruder. Ach ja, so. Ich meine dieses Projekt mit Peter Maffay, kenne ich. Da gibt es noch ein Video, kannst du noch checken. Das kam um die 98, 99. Okay, cool, Alter. Ja, hier Kreuzberg, türkische Rap-History hat natürlich auch mit Kartell und Islamic Force und so zu tun. Halt. Islamic Force, Killer Akan. Grüße an ihn auf jeden Fall, weil die Sache ist erst momentan ein bisschen links. Ja. Krank, so erkrankt. Ja, gute Besserung. Pray for Killer. Ja. Auf jeden Fall. Schöne Grüße auf jeden Fall. Bobby muss man nennen, natürlich. Respekt.
Respekt an Bobby. Respekt, auf jeden Fall. Der hat ja türkisch Rap, damit hat er angefangen. Europa hat es ja angefangen mit türkisch Rap, so. Nicht in Türkei. Grab gerade in der Vergangenheit, Bela, wie hieß denn das Mädchen von Islamic Force, bitte? Nelly? Nelly. Genau. Nelly. Oh, voll die Baba-Sängerin. Bobby? Nelly? Bobby, Nelly, DJ Derrison. Und Killer. Genau. Das war's. Ja. Krasse Zeit. Check out my Melody. Ja. Haben die euch damals beeinflusst, so als Kinder? Ja, alles Kinder, hat aber? Uns beeinflusst, ja, ne, so, weißt du, ich meine, weil die Musik war sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ne, angefangen vom Wu-Tang, von DMX, von hier Europa-Musik, so Islamic Force, alles hat uns beeinflusst, doch normal. Gab's ja nichts anderes. Welche Amis waren denn so, die du gepumpt hast am meisten? Bruder, Wu-Tang habe ich gepumpt, DMX habe ich gepumpt. Tupac ein bisschen weniger in der Zeit, so, danach mehr so. Mhm. Aber so eher Wu-Tang und so hat mich sehr, sehr geprägt. Wu-Tang, ja, warst du auf dem New Yorker. Ja, dieser Gadda. Alte, genau. Ja, ja, genau. Ja. All Dirty Bastard und so. Auf jeden Fall. Ja. War geil. Natürlich, definitiv. Method Man Album und Jizzer Album hat mir am besten gefallen. Ich höre zur Zeit immer das Syndicate Album von Wu-Tang. Wu Syndicate, Where Was Heaven. Ah, wenn du mich fragen würdest, welchen Namen dies und ich könnte dir keinen Namen sagen, so. Ich bin nach dem zweiten Album auch bei Wu-Tang raus gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Erste Album und die Solo-Alben dann Mitte 90er. Bruder, so oder so, von jedem Album, du pickst dir nur 2-3 Tracks raus. Also genau. Bei Wu-Tang, wenn du schon 6-7 Tracks findest, dann ist das Album, das ist Bombe. Viel, ja, bei Wu-Tang habe ich definitiv das, was B oft sagt, wo er sagt, da gibt es einige Lieder auf den Alben, aber nicht alle. Und klar, 36 Chambers habe ich durchgepumpt, aber bei vielen Ghostface-Alben oder so gibt es dann nur ein paar Lieder, wo ich das alles feiere, aber in der heutigen Zeit. Ja, und die haben aber auch am Schluss, glaube ich, jeder, der nur irgendwie Schnaps mit denen verwandt war oder mal mit denen eingeraucht hat, haben sie produziert. Mhm. Buddha Monk und einmal, wie gesagt, war ich auf dem Konzert, da war 187 Vorgruppe und dann sollte der Wu-Tang Clan kommen und keiner war von den Member am Mittlerweile Start. Machen sie viel mit CBD und so, Alter. Ein Freund von mir macht den Vertrieb von denen, Joe Young. Ja. Letztens war die ehemalige Managerin irgendwie, hat ein Interview bei hiphop.de, ist auch eine Deutsche gewesen anscheinend. Ja. Mhm. Wir versuchen sie zu kontaktieren, wäre cool, wenn wir sie hierher bekommen. Die hat bestimmt ein paar lustige Stories von damals zu erzählen halt, ne? Wie war das damals, Bruder, wo wir noch jünger waren zu der Zeit, noch vor Musik und so weiter? Dein Gebiet war ja hier 36, Kotti, Prinzen, bis Schlesi runter. Genau, und so weiter. Genau. Ja, so, ja. Wie hast du das damals so wahrgenommen? Wie war eure Familiensituation? Also nicht so Familie, nicht tief gehen, sondern so, es war so, wie man sich das vorstellt, wie bei den meisten anderen Gastarbeiterfamilie und so weiter. Ganz genau so, Bruder. Genau die gleiche. Also mein Vater ist mit 86 verstorben, meine Mutter ist 81, so, weißt du, ich meine, genau in der Zeit sind die gekommen, in den 60ern als Gastarbeiter und wir sind die Kinder von denen, so, weißt du, ich meine, die wurden ja, damals ist ja so, die wurden ja ausgepickt, also die kamen mit Zügen und da mussten die ausgepickt, wer ist gesund, wer ist nicht gesund, wer kann arbeiten, von denen die Kinder sind wir, so, weißt du, Ende 60er schon, ja? Genau, also die dann, Ersten, ja. Die ja, Ersten. Auf jeden Fall. Ja, dann. Wie hat sich das entwickelt? Also die haben uns, du weißt ja selber, die haben uns in die Ecke gezwungen, so, weißt du, ich meine, Kreuzberg. Und dann weißt du ja, wie sich das entwickelt hat. 36 und dies und das, Gangs, Mangs, dies und das. Genau. Gibt es ja immer noch, Alter. 36 gibt es ja immer noch. Aber nicht mehr so offiziell und symbolisch, sondern ja, ne, die Jungs sind immer noch da. So, wenn es drauf ankommt, dann sind 200, 300 Leute bereit, so, weißt du, ich meine. Die Leute sind da, aber sie sind jetzt verstreut halt, ne? Also es gibt viele, die sind weggezogen. Bruder, von meinem Freundeskreis 70% lebt. Ja, wenn es drauf ankommt, sind 200, 300 Leute sind bereit, auf jeden Fall lernen. Immer noch, nach auf wie jeden vor. Fall. Aber ich sage hier wohnen, das meine ich. Hier im Bezirk wohnen, hier sind so viele weg, Bruder. Die so Schlauen weg. Sind weg. So viele weg. Die Schlauen sind weg, Bruder. Aber auch die, die nicht genug Geld hatten, um die Miete zu bezahlen. Ja, ne. Du ja, weißt, wie das ja. So. Ja, ist. Schon wir haben letztens uns darüber unterhalten, auch habe ich Rambo auf der Straße gesehen, haben wir geguckt, erzählt seine Freunde, ich zähle meine Freunde. 60-70% ja, sind weg. Ja, deswegen, das ja, ist jetzt. Viel Familie, dies und das, dann ist normal, Bruder, dass sie wegziehen. Wie gesagt, dann, ich sage ehrlich, dann, die Schlauen sind weggezogen, Bruder. Na, Wittenau und außerhalb Berlin, dies und das, dann, weißt du, ich meine, hier im Blockhaus wohnen ist eine Sache. Und in einem Haus wohnen ist eine andere Sache. So. Mhm. Wenn du einen Garten hast und dies und das, wenn du es dir gut gehen lässt, Bruder. Mhm. Hast du recht, sind diese beiden Seiten. Aber, ja, also, aber im Endeffekt zieht es uns die ganze Zeit zurück.
Die ganze Zeit zurück, so. Auch wenn ich in der Rap-Szene bin, so, irgendwie zieht die Straße immer wieder zurück. Mal sehen, wann wir uns davon lösen, so. Weißt du, was ich meine? Hast du recht. Aber vielleicht, Erfolg ist nicht jeden Mann sein Weg gewesen, wie du weißt. Viele sind Knast gelandet oder sind abgeschoben. Ja. Viele Drogen, muss man dazu auch sagen. Die Wahrheit sieht leider auch nicht so schön aus für viele Leute aus unserer Generation und die Generation vorher. Das ist schon ein harter Weg gewesen teilweise. Deswegen. Also in den 90ern war ja so, dass viele, viele, viele auf Heroin hängen geblieben sind. Ja, richtig, genau. Und dann 2000 war erst dieses und Buffen und dies und das. Aber 90er, ja, ne, ich kenne immer noch die Heroin-Jabis. Weißt du, was ich meine? Ich hatte viel mit einem 36er zu tun, der konnte nicht in euren Hut. Ja, ne, es gibt immer noch so irgendwelche Keck-Abis, die sagen, Alter, ja, wenn du Geld hast, ist Heroin gut, sagt er. Dann sick der Gitter, Mann, was laberst du da, Mann? Weißt du, ich meine, gibt's immer noch gerne. Ja, auf jeden Fall. Diese Gestalten gibt's immer noch. Auf jeden Fall. Da, ich quatsch mit denen, er sagt, Wallah, er sagt zu mir, wenn du Geld hast, ist Heroin so gut. Aber es war Verbot-Massaker, wa? Also, den 36er, den ich kannte, der konnte immer nicht zu euch zurück, weil er sagte, Heroin und Kokain war bei 36 verboten. Bruder, natürlich verboten, Bruder, weil das macht deinen Charakter kaputt. Ja. Darum geht's, weißt du, ich meine, du wirst ein Lügner, du wirst eine. Ja. Jeder kennt das, was soll ich sagen? Ich selber. Weißt du, ich meine, nicht nur das, er belügt alles. Diese Age-Zeiten damals, Kotti, wo wir noch klein waren, genau da zum Beispiel auch das Haus Admiral und so. Die Hausflure waren voll, Digga. Du konntest gar nicht als Kind irgendwo hinlaufen. Mal sehen, wann Kotti schon tausendmal erwähnt, Massaker, ja. Immer wenn ich in euren Hut kam, als normaler bürgerlicher Junge, mit wo Mama ihre Freundin hatte, ich dachte, ihr Kreuzberger seid ein anderes Land. Also, ihr lacht jetzt zwar, aber kennst du das so mit 5, 6 noch vor der Oberschule? Kennst du noch die Eindrücke? Du siehst nur so, was auffällt. Du denkst nicht so mit Hintergrunddenken. Und ich sah die Außentoiletten, ich sah das Drogenklientel. Ich werde diese großen dunklen Flure nie vergessen. Allein diese Außentoilette war voll der Flash bei Tante Gysi. Auf jeden Fall ist es so, dass man in Kreuzberg und Neukölln lieber keine Kinder aufwachsen lässt. So, weißt du, ich meine? Weil du siehst ja, nach wie vor, geht doch Cottbusser Tor, du siehst doch diese ganzen Zombies und Junkies und dies und das. Ja, na, full. Ey, aber wir sind was geworden. Wir waren auch kleine Kinder, uns hat man aufwachsen lassen. Ja, tamam, okay. Geht auch. Ja, okay. Du einmal hast Applaus für uns. Trotzdem denke ich, mir hat immer einer gesagt. Aber könnte auch schief laufen, Bruder. Könnte auch schief laufen. Du die ganze Zeit vor dein Auge hast, wie die Leute fixen und dies. Nach wie vor immer noch ist so. Cottbusser Tor ist immer noch gleich, wie vor 20 Jahren. Cotti ist ekelhaft, auf jeden Fall. Das, wo du meintest, auch mit den Künstlern und so weiter, die nicht nur Rapper, sondern halt auch Schauspieler und so, hast du auch auf jeden Fall auf den Kopf getroffen. Bruder, es ist immer ein sehr großer Unterschied, so entweder oder. Ja, ja, genau. Weißt du, ich meine, entweder so driftest du ab so, du rutschst wirklich weg oder aus dir wird was so. Bei den Kreuzbergern habe ich das bemerkt die ganze Zeit. Leider, so, weißt du, ich meine? Ja, ich habe jetzt gerade mit, jetzt vor 2 Tagen, habe ich noch einem Bruder ein bisschen Geld in die Hand gedrückt, der ist abgehauen von hier, der hat am Kotti unten geschlafen, unter der Brücke. Oktay Özdemir, der Dings hier, Schauspieler, der hat bei Knallhart mitgespielt gehabt und Wut und ich glaube auch bei dem Bushido-Film und so weiter. Und bei Kinderfilm auch viel. Der war so hier in Naunien und Umgebung, hat er so ein bisschen Schauspielerei gemacht, war früher, später bei Grefe Boys und so und der ist auch, ich expose ihn nicht. Diese Berichte gibt es im Internet, die haben den im Fernsehen gezeigt, noch vor ein paar Tagen, weißt du so? Der ist auch richtig abgestürzt von aufstrebender Schauspieler zu gar nichts. Und diese Drogenkarriere, das gab es leider sehr, sehr oft bei talentierten Leuten bei uns. Und Bobby hat den Anfang gemacht. Guck mal, Bobby hat den Anfang gemacht, oder? Ja, der war der, den ich als erstes gehört habe, der an Drogen kaputt gegangen ist. Ja. Traurig, Bruder. Ist immer auch der Fluch und das Geschenk. Ich denke immer, Künstler, die auch aus so einem schwierigen Umfeld kommen, können auch immer mehr reflektieren, haben mehr Empathie und beschäftigen sich noch mehr damit. Moses P. sagt mal, Rapper geht in Dimensionen rein von Psyche, wo jeder stoppen würde. Und dann der Fluch und das Geschenk. Wahrscheinlich. Ja, auch. Also gefährliche Atmosphäre. Ja, gefährlich. Danger. Ja, richtig, auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht gewaltmäßig so, sondern so, dass du wirklich so abrutschen kannst. So. Ja, ich möchte jetzt nochmal sagen, an der Stelle, es ist wirklich, man sollte mit Sachen wie Heroin, Kokain erst nicht einmal probieren. Überhaupt Drogen, Abstand. Ich mache gerade den Rattenschwanz, ich bin erst seit einigen Wochen sauber, dann ganz, ganz, ganz komplett und es ist immer ein Kampf. Ihr habt euer Leben lang habt ihr diesen Rattenschwanz an den Eiern und das Beste ist ganz verzichten. Joint verschlucken geht, Tisch angucken, nicht den Tisch angucken, Kinder, nicht den Tisch angucken. Guck mal, Bruder, der hat den Joint ja nicht nur verschluckt,
Er hat ihn verschluckt, hat ihn rausgeholt und hat ihn zu Ende geraucht. Ich lass mich an. Die denken mal, wir Langwitzer sind reich, Mann, Alter. Wir sind Penner mit Vorgarten. Ja. Digga, du hattest nicht mal einen Schmerz, keine Brandblase, gar nichts. Gar nichts. Aber das, wie gesagt, Glück, ich kann nur wiederholen, die Wespen-Story toppt alles ums Zigfache. Wären wir da dabei gewesen, ja? So vier Arzneimittel an meinen Tisch und meine Alte, die raucht nicht. Ich trinke so Arizona. Kennst du ja, sieht man nicht die Packung. Ja. Eistee. Trinkst du? Auf einmal hier, es kitzelt auch. Ich dachte, das war das Nikotin. Ich sag noch mit dir im Mund. Okay, jeder von euch Vollfotzen kriegt jetzt einen aufs Maul, außer meine Alte, die raucht nicht. Und will dann die Kipp auf den Tisch spucken. Auf einmal so eine große Hornisse spuckt aus. Krass, die hatte nasse Flügel und krabbelte weiter. Eieiei. Krass, Alter. Dein Hals ist Legende. Aber Bruder, uns noch nie passiert sowas. Ja. Ich würde bestimmt sterben direkt, wenn es mir passiert. Ja, der hat neun Leben, der ist wieder Katze. Wieder Atze. Atzen haben neun Leben. In der Nacht sind alle Atzen blau. Ja, Mann. Nee, du hast recht auf jeden Fall. Atmosphäre, Kreuzberg, bla bla. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, früher war es auch ein bisschen, hat man aufeinander aufgepasst, aber. Das ist ein bisschen mit der Zeit weggegangen. Weißt du so? Die auch von oben nach unten, so früher gab es nicht neben dem Abi Joint rauchen, so ein auf den. Aus Respekt nicht. Gab's nicht, so ja, genau, Respekt, muss man dazu sagen. Respekt. Hat sich irgendwann dann geändert, okay, alles klar. Aber auch früher zum Beispiel die Mädels konnten eigentlich. Weil sich viele kannten und so, konnten frei rumlaufen. Da musstest du jetzt keine Angst haben, wie am Kotti heutzutage, dass die angetanzt werden, angegrapscht werden und so. Das ist ein bisschen Dings hier komisch geworden. Hat alles gute und schlechte Seiten, die Veränderung, oder? Was sagst du? Also Bruder, ich finde ja, dass der Staat sich Zeit lässt oder dass die das gar nicht ernst nehmen, Bruder. Normalerweise könnten die das in einem Tag klären. Eine Woche, ja. In einer Woche könnten die wirklich Görlitzer Park klären. Cottbusser Tor klären, ja, irgendwas ist da, dass sie das in die Länge ziehen. Ja, ne? Keine Ahnung, recht. Was, Bruder. Hast du recht, 100%. Ja, ne? Bei Leuten wie wir, ja, ne, dauert das nicht einen Tag, Bruder, wir werden sofort gefickt. Ja. Weißt du, ich meine, Razzia Matze, ja, ne? Die kommen komplett mit komplette Armee an, meiner Köln. Wegen 3 Gramm Shisha-Tabak. Ja, ne, was auch immer. Weißt du, ich meine, aber bei denen, ja, ne, du siehst, seit 20 Jahren, die können das nicht klären, wie, was da du los ist. Du hast recht, da. Die wollen nicht. Die wollen das nicht klären, auf jeden Fall. Jetzt ist aus irgendeinem Grund. Ja, genau. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ja. Ja, wie ist das jetzt mit der Türkei geworden? Wo ist denn deine Zentrale? Istanbul? Istanbul, Bruder, ja. Ich habe da mir eine Wohnung gekauft, so. Studio aufgebaut. Oft dort, Bruder, hier und dort, weißt du, was ich meine? Ja. Aber türkische Szene ist nicht viel anders wie deutsche Szene, Alter. Auch viel mit... Hetzen und dies und das, wer fickt wen, wann fließt Blut, wann passiert was und dies und das. Ich glaube so im Allgemeinen, diese Rap-Szene ist schon ein bisschen so verlogen. So. Weißt du, ich meine, in diesem Thema. So. Drüben auch, ja? Drüben auch, Bruder, drüben auch. Auch viele Behinderte sind auch dort, so. Weißt du, ich meine, da hast du es ein bisschen schwerer, ich sag dir ehrlich. Hier tun so viele auf Mann und Gangster und dies und das, aber drüben ist schon Texas, Bruder. Auf jeden Fall. Da ist schon Texas, ja, auf jeden Fall. Da läuft schon anders, auf jeden Krass. Fall. Buaka sagt immer, Langwitz ist Texas. Walla, so Bruder. Sind, aber Türkei ist harter Wind. Texas, Bruder. Film, Bruder. Allein das Rotlichtmilieu da, boah. Antalya Rotlichtmilieu, eieiei. Ich war noch nicht da, Bruder. Ich natürlich auch nicht. Natürlich nicht. Genau. Alles von den Dokus. Aber Istanbul ist Weltmetropole, wirklich. Ja. Die Leute, die noch nicht da waren, hier aus Deutschland und so, manche Leute, die an die Türkei denken immer noch, das ist so wie vor 20, 30 Jahren. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Ich bin schon öfters mit Auto rüber Türkei und zurück. Wenn du alleine auf die Bosporusbrücke rauffährst, merkst du bist in einer anderen Welt. Das ist wie Fast and Furious erstmal. Du kriegst erstmal die Backe. Alle fahren wie beim Film. Fast and Furious und du siehst links und rechts Gebäude, riesig, modern, größte Firmen, Top-Marken, alles, was du dir vorstellen kannst. Ehrlich gesagt, Berlin ist ein Dorf gegen Istanbul. Ja, ich fühle dich voll. Ich fühle mich auch wie im Dorf, Bruder, wenn ich zurückkomme. Ich denke, Alter, Berlin, Metropole, Hauptstadtland, was ist das? Weil ich am schlimmsten fand, Freunde, ich war ein paar Mal immer da bei Bekannten in der Türkei, so mit 14 und 13. Und dann sind wir immer in so ein Dorf gefahren. Kalkan hieß es, war drei Stunden von Antalya entfernt. Und es war eine Küste, aber du musstest durch die Berge. Und die waren echt wie so Murmelbahnen gebaut. Und Dolmusch hieß der Bus, ne? Dolmusch heißt Bus, ne? Die kleinen Dinger. Kleinen Dinger. Ja. Dolmusch, ja. Die fuhren da, Real Talk, das ist wie so eine Murmelbahn. Unten sahst du die ausgebrannten Wracks
Also wusstest du, ging schon ein paar Mal schief. Und was ich so krass fand, erinnere ich mich immer noch dran, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, hast du nicht mehr die Straße gesehen. Also das war der freie Fall. Es war so für einen Europäer, so ein Adrenalin, da durch die Berge zu fahren. Mhm. Und ich dachte, alle von meinem Vater, die Freunde, sind die Hardcore-Gangster, weil die MPs hatten Schrotflinten. Aber es war ein Dorf, wo die Hubschrauber eine halbe Stunde brauchen, die Autos, wie gesagt, drei, und die wurden oft von der Küste überfallen. Also hatten alle Läden, alle, die einen Laden hatten, oder jeder, der da war, war bewaffnet. Und es war aber sehr intern, sehr familiär. Oder eigentlich jede Familie hat dort eine Waffe. Genau. Jede, ja, Familie. Als Deutscher denkst du, als kleiner Boogie, ja, mit 13, denkst du, die Abis, Dicker, sind alles da Gangster. Da erlebst du Sachen, Dicker, da, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Wallabak. Weiß gerne auch viel so psychisch Kranke. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel einer, der, ich erzähl dir mal was so, einer, der früher mit mir gearbeitet hat, so, auf einmal so, ich habe schon gehört, so von hier und da, so, der ist so schizophren geworden, so. Er ruft mich an, irgendwann nachts, tamam, ich bin Fethiye, so, Urlaub, Urlaub, Villa, Miller, Fallan, Fallan, so, ich lass mir... Fethiye ist eine Stadt. Genau, Fethiye, genau. Villa, Miller, Pool, Mool, Fallan, ich lass mir gut gehen, ja. Living a good life. Ja. Auf einmal klingelt mein Telefon, er sagt, und ist gut? Ich sag, was ist gut? Er sagt, sag mir, ist gut? Ich sag, was redest du, Holland? Wovon redest du? Er sagt, ist meine Frau gut? Amen, nach Köln. Dann wie deine Frau? Ja. Schizophren geworden. Er denkt, seine Frau ist mit mir und wir machen Party, Martin. Oh, Bruderherz, ja, ich schwöre auf alles. Ja, eine Schock. Alter. Ich denk mir, Bruder, guck mal, hör mal zu. Ich höre von deinem Telefon, du bist nicht... Dir geht's nicht gut. Ich höre dein Sabber in deinem Mund. Weißt du, was ich meine? wenn du willst, ruf mich mit Dings Video an, so chill den Mund. Ja. Ich mach Video an. Nein, ihr seid mit meiner Frau und bla 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 bla. Fallan Fallan, ich gehe nach Istanbul. Riesengeschichte, Bruder. Er sagt, ja, wenn ich sie sehe, ich... Da sieht man wieder, man kann bis ans Ende der Welt flüchten, man bleibt West-Berliner, wa? Mann, Bruder, ich sag dir nur eins. Auf jeden Fall ist es so, dass man wirklich jeden so einschätzen sollte, wie er ist. Hast du es vorhin nicht gesagt? Richtig, du bist ein Peach, erwarte von ihm Peach-Lick, Bruder. Du bist ein Bastard, erwarte von ihm Bastard. Schon. Verstehst du, was ich meine? Und mach nicht diese Filme so. Nein, ja, er ist vielleicht nicht so, da ich will ihn... gerade biegen oder so eine Filme. Ja, so. Ja, genau. Lass mal diese Filme, Bruder. Richtig. Dann lebst du auch wirklich gerne ohne Stress. Entspannter. Und ist auch anstrengend, wenn du die ganze 100%. Zeit irgendjemand gerade biegen willst. So. Weißt du, ja, ich meine? Hättest du nicht vor 30 Jahren zu mir sagen können? Man sagt doch immer, ne? Verarscht. Man lernt dazu. Verarschst du mich? Erste Mal deine Schuld. Verarschst du mich nochmal? Meine Schuld. Weil... ich hätte nicht das zweite Mal zulassen dürfen. Und da fällt mir was ein, was ein Kumpel im Laden hat. Er sagt so, er hat einen Späti. Er sagt so, du wolle Kredit, ich gebe dir nicht. Du sauer. Ich gebe dir Kredit, du nicht zurückgeben, ich sauer. Besser du sauer als ich. Das sind die Lebensweisheiten. Ja. Leute, merkt ihr euch. Ja. Dann geht es euch besser. Vor allem in der Türkei. Keine Faxen machen. Und ich glaube auch, es geht immer wieder an die Tanz. Ich habe auch gemerkt, nach dieser Corona-Geschichte, viele sind psychisch belastet geworden. Danach, Bruder. 100%. Ja. Man denkt so bei sich selber so, ja, kann sein, ja, geht dir schlecht und diese Zukunftssorgen und dies und das. Bruder, wenn du dir jeden ankommst, jeder ist behindert geworden. Ja, ja. Jeder ist behindert geworden. Ja, das ist schon eine, krasse Aktion. Wie erklärt ihr euch das? Weil sie viele Zeit hatten, über ihr Schicksal nachzudenken oder weil halt bestimmte Lügen halt offensichtlich wurden. Wie erklärt ihr euch das? Ich habe es auch bemerkt. Wallah, Bruder, das sind Aktionen, die vorgeplant sind und deine Psyche kaputt machen sollen. Ja. Ich denke so. Ich weiß nicht, ob ich das ansprechen kann hier so, weil manche Themen werden auf YouTube. Ja, manche Themen werden. Wir haben zwei Versionen. Eine Uncut, die kommt nicht auf YouTube. Die ist für unsere Leute, die Geld zahlen. Ja. Und die anderen, wenn gefährlich ist, schneiden wir raus. Ja, ja. Aber rede, wie du willst. Ja, ja. Dann. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Das ist so. Wir sagen Meinung, Bruder, was für Lügen. Sowieso. Ja. Ist auch gar nichts Dramatisches dabei. Ich meine, das ist auch eine Wahrheit. Ich meine, die Statistik. Wenn ich hier jetzt über den Krieg rede, über Ukraine oder bla 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 bla, glaub mir, ihr kriegt Probleme. Du darfst über alles reden. Ich weiß, wir haben mal trainiert und waren zusammen duschen. Was du da gesehen hast, erzählst du keinen. Das wenn er gesehen hätte, wäre er blind geworden.
Bruder, Anaconda. Anaconda. Wenn du die Anaconda gesehen würdest. Der Langwitzer Regenwurm fickt die Anaconda. Langwitzer Regenwurm. Sie nennen ihn die Nähmaschine. Boogie die Nähmaschine. Aber ich brauche kein Viagra. Die 3 cm drücken die Eier immer hoch. Auf jeden Fall. Jetzt okay, aber jetzt geht's zurück, Bruder. Wir haben genug über deine Eier geredet. Reicht jetzt. Langwitzer kann man nicht, ist man, das kann man nicht werden. Das ist bei Geburtsrecht. Ja, hast du recht. Ich bin auch letztens zu. So wie Spartaner, ja? Ich bin zum Dings gegangen, zum Bürgeramt. Sagt Nationalität. Ich sag Deutsch. Sie sagt so. Hast du deutsche Dings? Deutscher, seit 95 ungefähr. Sie sagt Deutsch. Sie guckt so rein. Sie sagt so, hier steht Iranisch. Ich krieg erstmal Schock. Ich hab Personalausweis, alles. Sie sagt, Sie wissen ja, ne, wenn Sie da geboren sind, Sie können das nicht ändern. Nie wieder. Das ist iranisches Gesetz. Wusste ich selber nicht. Ich habe beide Staatsangehörigkeiten seit Geburt und das kannst du auch nicht weglegen. Bist du im Iran geboren, bist du Iraner, Bruder. Ob du willst oder bekommen, nicht. Bruder. Nee. Ich hätte auch gern so einen deutschen Ausweis. Deutsch hast du nicht bekommen? Nee, Bruder. Aber habt ihr nicht beantragt dann? Doch, doch haben wir, aber Akte ist zu dick, Dicker. Ja, ne? Ach, deswegen. Okay. Ja. 300 darf man hier nicht ansprechen. Nee, wir waren kleine Kinder noch damals. Meine Mutter hat rechtzeitig reagiert, Gott sei Dank. Bei den Älteren haben sie lange, lange Faxen gemacht. Aber ich habe das irgendwie easy locker bekommen. Aber du kommst klar. Auch ohne, ne? Du brauchst das nicht. Die Staatsangehörigkeit doch, für Deutschland, oder? Natürlich brauchst du, Alter. Ich meine, du, jetzt. Also in deiner Situation. Du hast keine Gefahr, abgeschoben zu werden. Okay, ja, gut. Darum geht's ja. Ja. Und mittlerweile wirst du sehr schnell abgeschoben, Bruder. Das stimmt. Das ist schon anders geworden. Hast du recht. Wenn du was. Ein Bruder von uns hier, Schlesi, wegen einer Kleinigkeit, der wird abgeschoben, Bruder. In eigener Kleinigkeit. Die räumen nichts. Richtig auf zurzeit. Tabi. Ich weiß, das seit Jahren vorbei bei dir, Killer. Aber wenn es zu irgendeiner KV kommen würde, irgendeiner Straftat, wenn es auf deutschem Boden passiert, kriegst du hier die Justizkeule und auf türkischen. Wie stelle ich mir das vor? Bruder, wenn ich schon oder auch Verkehrsdelikte. Wenn du in der Türkei Scheiße machst mit einem Auto, hast du hier dann auch eine Sperre? Nein. Ist immer separat. Tabi. Und die Türkei könnte dich nie für was belangen, was hier passiert? Nix. Okay. Nix. Türkei ist schon ein wildes Pflaster. Aber ist cool. Ich mag die Türkei sehr. Ich bin sehr gerne dort. Ich muss dazu sagen. Ist auch ein schönes Land, Bruder. Sehr schönes Land. Ja, sehr schönes Land. Aber auch die Leute. Macht einfach Spaß da. Tabi. Diese Leute sind auch so. Allein schon wegen, wenn du jemanden nach Weg fragst, Bruder, der sagt dir nicht hier. Er sagt, ich bring dich hin. Ja. Weißt du, ich meine, die sind schon sehr, sehr gastfreundlich. Auf jeden Fall. Aber die sind auch nicht so, die mischen sich nicht in dein Leben ein. Weißt du so? Ja. Du kannst da drin, du kannst dich bewegen, du kannst machen, so wie du willst. Wir waren ja auch zum Beispiel zu Corona-Zeiten. Habe ich jetzt keine Maske drin getragen oder so? Da kommt jetzt keiner, sagt, Nase bedecken. So, die mischen sich nicht in dein Leben ein, weißt du so? Jeder lebt sein eigenes Leben, sind auf entspannt und man tritt sich nicht so sehr auf die Füße. Okay, gibt es natürlich auch hässliche Stellen, da solltest du aufpassen, wie du dich benimmst. Mhm. Aber im Normalfall ist entspannt, locker. Leute haben weniger Geld in der Tasche, aber sind teilweise glücklicher, weil mehr Sonne, Luft. Das war auch mein Eindruck, wie Bela sagt. Die Leute hatten weniger Geld als wir, die von Deutschland kamen. Aber das Leben hat mehr Qualität dort. Ja. Deswegen, weil du hast ein Meer, Bruder. Du kannst nachts raus. Es ist überall noch offen. Richtig. Kinder sind immer noch im Park und dies und das. Ist nicht so alles so eng gestrickt. So, weißt du, ich meine? Das wollte deswegen ich ergänzen. Sind die Leute glücklicher. Genau. Ich habe auch gesehen, die haben sich sehr aufs Wesentliche konzentriert. Die waren abends mit ihrer Familie zusammen, saßen, haben frisch gemachtes Essen. Es war sehr alles naturbezogen. Also selbst die Leute sagen, wo warst du denn? Kalkan. Bei Kalkan war ich zwei, drei Mal in der Nähe von Antalya, genau. Ja, dann waren wir auch. Dann war ich einmal in der Nähe von Izmir alleine. Digga, du musst mal mit mir kommen, Alter. Ich zeig dir mal Türkei richtig, Bruder. Ja, ich kann. Wallah, geht ab, ne? Richtig krass. Ich verbrenne da meinen Ausweis und sage, ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. Und gibt's auch alles, was du willst, gibt's auch. Weißt du, was wir nicht durften? Ich war ja auch schon so ein kleiner Mann, so 12, 13. Wir durften zum Beispiel nicht an den Hafen mit zwei Jungs alleine. Haben die gesagt, das macht man hier nicht. Ich weiß nicht, ob es in die Dorf war. Keine Mythe. Das, weil denken aber alte Zeiten. Alte, aber wo du noch jung warst. Ja, wo ich jung war. Da Jahr, was für ein Jahr war das denn ungefähr? Das war, kann ich dir genau sagen, geliebter Bruder, 93. Okay, 93. Als ich 94, 95 noch in der Türkei war, da solltest du eigentlich als Jugendlicher keine kurze Hose anziehen. Die Zeiten haben sich geändert. Mhm. Da warst du gleich schwuler. So. Ja. Ich war in Dings hier auch noch, in Karamürsel, direkt neben Istanbul dort. Das ist die Geburtsstadt von Tarkan. Komisch. Ich war mal auf dem Waffenmarkt. Das war das Krasseste, was ich je gesehen habe in der Türkei. Das auch da alles in der Nähe von diesen Kalkan. Da sind wir ein bisschen rausgefahren, eine halbe Stunde. Ihr kennt doch immer so manchmal auch in Anführungsstrichen Wüste, also irgendein Gebiet, was nicht bewohnt ist. Gibt es doch so super
Flohmärkte, Märkte. Bazar, danke Belasch. Ja. Und bei dem Bazar war einmal im Monat auch zwei riesige Lastwagen, die ihre Fläche abräumen. Da hatten sie alles, was ich am Schusswaffen je gesehen habe. Gibt's, Bruder. Gibt's. Also die hatten so krasse Sachen. Du kommst sehr leicht an Waffen dort. Sehr, sehr. Und im Schwarzen Meer sowieso, Bruder. Die bauen ja selber, ich komme ja aus dem Schwarzen Meer, Bruder. Da ist, jeder hat eine Waffe. Ja. Jeder ist im Film, Bruder. Ja. Wenn du da irgendwie falsch rumläufst und falsche Leute so anguckst, da gibt es Harbi-Stress, so, weißt du, ich meine? Aus welcher Stadt bist du? Trabzon. Trabzon. Ja, off. Ja. Da geht's richtig ab. Da ist wirklich Texas, da kannst du keine Filme machen, Bruder. Das funktioniert nicht, In diesem Dorf, wo ich war, glaube ich, also es waren auch unsere Jungs, die da waren ältere, die haben ein bisschen Kampfsport gezeigt. Einheimisch, die hatten Juwelier. Für die war Jean-Claude Van Damme so ein Heiliger. Jean-Claude Van Damme, die haben mal gefragt, ob es in Berlin so ein Jean-Claude Van Damme-Merch gibt oder so. Das ist geil auf jeden Fall. Es gibt, der Adana Madana ist auch wild. Adana auch, da geht's, Bruder, los, da geht's richtig ab, Das ist wirklich so. Adana kenne ich nur vom Essen. Aber weißt du warum, Hauptgroße Stadt, ne? Das ist eine Stadt, Eine große? Adana? Naja, geht so. Ist eine bekannte Stadt, nicht bekannte so groß. Stadt, aber Adana ist, Bruder, ist normal, dass sie so aggressiv sind, weil es ist 50 Grad im Sommer, Bruder. Weißt du, ich meine? Da wirst du aggressiv, Bruder. Ist einfach so. Stell dir mal vor, hier ist 50 Grad. Oh, die Hitze. Da flippst ich aus. Da habe ich gelernt, heißen Tee zu trinken mit einem Glas Wasser am Schluss. Aber die trinken ja alle heiß da, weil es so heiß ist. Genau, genau. Ja. Genau, genau, ja. Ich dachte auch, warum trinkt man heiß, wenn heiß ist? Eigentlich sollte man kalt trinken, aber weil anders rumgekürzt. Weil der Körper so viel irgendwie Energie verbraucht. Die Araber machen das doch so in der Wüste. Genau, wenn du heißen Tee trinkst, das reguliert. Warum macht man das so, Belasch? Weil der Körper so umstellen muss. Genau, das reguliert, wie er gesagt hat. Wenn du zum Beispiel in der Hitze vom Kühlschrank trinkst, du schwitzt sofort. Probier mal los. Sofort. Ja, ist so. Das sollte man gar nicht machen. Ne? Deswegen, da geht es auf jeden Fall ab. Ich habe, als Chines wieder war, einmal waren wir, die sind so lustig, die Leute, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich bin mit den Jungs von dort, wir haben ja auch da Familie und so weiter, sitzt mit denen im Auto, auf einmal kommt so ein Torbadje, setzt sich hinten rein, so ein Dealer, so, der verkauft Ott, so, weißt du so. Und da drüben, wenn du was kaufst, haust du einmal auf den Tisch, in 90% der Fällen. Manche haben auch gut, aber da kommen überall Samen raus. Das ist das Zeug, was man nicht in den Müll wirft. Nicht mehr, Bruder, hat sich geändert. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, Bruder, aber haben mittlerweile Sie gelernt, anzubauen? Mittlerweile ist Tamam, ja. Das ist gut geworden. Also Chemodrogen sind wirklich billig da drüben. Ja. Also da fasse ich immer nichts an, aus Respekt. Ja. Weiß ja auch ganz rauchen, lange her. Gras ist gut mittlerweile. Bruder. Mein Freund Cello hat da eine riesige Hundezucht und die lassen sich auch immer ziemlich gut gehen. Türkei ist super, das, was er gesagt hat. Cello? Es war ein Freund von mir, Mustafa, der hatte einen Cousin in den 90er Jahren. Cello wurde ganz früh abgeschoben. Es ist ein blonder Türke. Hat eine Bulli-Züchtung. Die renommiertesten Bullis züchtet er. Okay. Ist bekannt dort auf jeden Fall. Ja. Bulli-Zucht ist. Ja. Weißt du, was auch lustig ist? Jedes Mal triffst du jemanden aus Berlin. Egal was ist, jedes Mal triffst du jemanden aus Berlin. Ich laufe in Izmit einfach am Dönerladen vorbei, auf einmal sitzen zwei von Dresdner da. Was machst du da? Danach bin ich im Fethiye im Wasser, ich schwimme da. Ölüden ist da, du weißt doch, da blaue Lagune. Ich bin da drinnen, auf einmal Kumpel von mir, Ossi aus Dresdner. Er schwimmt einfach neben mir. Was machst du hier? Ey, Digga, das ist so witzig, Alter. Berlin im Sommer findest du auf jeden Fall eine Menge in der Türkei, Alter. Auf jeden Fall. Bruder, wie sieht's aus mit der Rap-Szene hier? Verfolgst du noch? Bisschen, Bruder, ja. Ein bisschen. Nicht mehr so viel, Bruder. Gar keine Zeit zum Verfolgen, so. Ich sehe aber, dass die... Nicht wirklich so. Mhm. Nicht wirklich. Aber ich sehe, die Qualität hat sich schon... Ja, ist schon sehr hoch geworden mittlerweile. Ja? So. Ja. Hat sich geändert, sehr viel geändert, seitdem ich türkisch Rap mache, so. Mhm. Sehr viel Autotune und dies und das, so. Ist gut, aber was soll man sagen? Ich wünsche jeden Erfolg, Bruder, erzählen. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese Crossover-Artisten. Da drüben zum Beispiel, als ich in Kushadasa war jetzt letztes Jahr, in jedem Club lief Mero und so. Ja. Also die Leute von hier. Aber er macht ja auch türkisch. Genau. Mero macht auch türkisch? Ja. Der ist da drüben auch richtig big, Alter. Die lieben den Stuff. Die mögen diese Deutschen, die auch türkisch dann rappen und so. Die mögen genau. Aber was, wenn du dir so heute aktuelle Sachen anhörst, merkst du, das ist aber nicht mehr so dieses Harte. Weißt du so? Es geht nicht nur um das Harte. Der Inhalt ist halt so, wie soll ich sagen, kurzlebig. Ja, weißt du, ich meine? Kurzlebig, gerne so. Kurz Party und dann ist vorbei so. Mehr weißt oder weniger, meine? Hast du recht. Ja. Vermisst du ein bisschen so diese alte Zeit, wo wir noch alle so...
wo ein Deso hier rumgerannt ist und Boogie war da. Und also es war mehr Straße, Berlin. Aber es hat sich ja weiterentwickelt, Bruder. Boogie ist ja immer noch Boogie, Belasch ist ja immer noch Belasch. Was willst du trinken? Ja, man entwickelt sich ja weiter so, weißt du? Ich meine, ein bisschen Melodie noch mit rein und dies und das, ein bisschen Gesang und schon läuft's. Also du vermisst dieses Street- und Gangster-Ding nicht so sehr, sagst du? Ja, gibt's ja schon, Bruder, aber ja, wir können jetzt reden über Real und Fake. Darüber das können wir reden. Das ist was anderes. Weißt du, ich meine, Janne, was ist real, was ist fake und bla 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 bla. In Türkei gibt's aber mehr Fake als wie in Deutschland, Bruder. Ja, das muss ich sagen. Ist wirklich so. Janne, das ist so schwer. Ja, ne, im Video sagst, steigt er aus der Limousine und fährt nach Hause mit dem Dolmusch. Verstehst du, was ich meine? Da ist es viel, viel mehr so. Fake ist da auf jeden Fall sehr, sehr viel so. In Deutschland auch, muss man sagen, aber was ist jetzt wichtig so? Real, nicht real und bla 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 bla. Darüber kann man sich streiten so. Gute Musik, schlechte Musik. Darüber sollte man sich streiten so. Weißt du, was ich meine? Gute Musik, schlechte Musik. Also dieses Real und Fake und so, das ist dir nicht mehr wichtig. Bruder, jetzt, Janne, was willst du machen bei 90% Fake? Die 10% nehmen. Aber wenn es dir wichtig ist, ich frage nur, jeder ist anders. Ja, ne, okay, aber ich bin jetzt 38, Bruder, jetzt. Janne, wir haben vor 10 Jahren darüber geredet, Janne, so. Wer ist real, wer ist fake, wer ist real, wer ist fake, Janne. Jeder ist fake, Ramon. War wichtiger damals. Ne? Ja. Jeder ist fake, wenn du so guckst. 90% ist fake. Wer ist denn wirklich von der Straße so? Ein, zwei Namen, Bruder, jetzt. Weißt du, ich meine? Real und Fake muss nicht immer Straße sein. Ich meine, wenn du das rappst, was du erlebst oder keine Ahnung was, dann ist real. Aber das dein Handy, Bruder. Aber viele reden ja über... Man kann ja auch zum Beispiel ein lieber Kerl sein und so eine Musik machen, dann bist du ja auch real. Richtig. Ja, ja, ja. Darüber streitet ja auch keiner. Aber viele reden ja über die Straße und haben nichts damit zu tun, Bruder. Das stimmt. Nichts damit zu tun. Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, Rap musst du gar nicht irgendwas machen, weil jeder kann seine Geschichte selber verkaufen. Es kam eigentlich auch viel durch die Industrie, durch den Hype von Gangster-Rap. Sonst wären wahrscheinlich gar nicht so viele Fake-Gangster geworden, weil die Industrie das vermittelt hat. Hast du sehr gut erkannt. Ja. Ja, ja. Heutzutage muss man nicht mehr Gangster sein. Genau. Aber damals, 2005, 2006, 2007, weil Bushido und dieser Ära, weil die so geplatzt sind, da war schon ein bisschen anders. Man musste sich anpassen. Ich kann mich auch erinnern, dass die großen Majors, Universal und so, die haben eine Zeit lang nicht mehr gesigned. Weil Schockmusik richtig reingeschissen hat damals bei Warner. Und die haben so viel Geld verloren, haben sie gesagt, wir signen nicht mehr. Die hatten Bushido oben, noch zwei, drei andere. Und dann haben sie gesagt, die anderen, ne. So. Und wer dann hochkommen wollte, hat sich natürlich an oberen orientiert. Aber heutzutage siehst du, die sind so nette Kerle. So man sollte auf jeden Fall nicht mehr so Kategorien zwischen real und fake und dies und das, weil diese Themen sind ausgelutscht, Bruder. Ist ausgelutscht. Man muss mittlerweile nur noch gucken, wer macht gute Musik, wer macht schlechte Musik. Ich glaube, diese Diskussion... Weil wir können bis morgen darüber reden. Wer ist real, wer ist fake, bla bla bla. Das kann man auf jeden Fall. Ach, man, können. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, ob fake oder real, wenn die Musik gut ist, ist sie gut. Und das wird gehört. Das wird gehört von der Szene und akzeptiert so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann sagen, ja, wir haben Wurzeln, Bruder. Wir haben Wurzeln. Jeder weiß, was wir auch außerhalb Musik gemacht haben. Aber soll ich jetzt darüber reden die ganze Zeit? Ich bin real und jeder ist fake und bla 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 bla. Können wir tagelang darüber reden? Hast du recht, bin ich auch auf deiner Seite. Aber wenn's weil die Szene hat sich so entwickelt. Die Szene hat sich so entwickelt. Ja. So. Ja, dieses Straßen- und Gangster-Ding ist auch weniger, viel weniger geworden. Ja. Heutzutage die Modus Mio-Playlist, wenn du dir das reinziehst, Deutschrap brandneu und so. Heutzutage ist es nicht mehr innen, hart und Gangster und tough und Straße zu sein. Out. Heutzutage ist mehr so, die Beta-Mails sind in. Ja, kommt drauf an, Alpha wie du es verpackst, Bruder. Wenn du es gut verpackst, dann können auch harte Tracks in diese Modus Mio reinkommen. Gibt so, es, aber es ist wirklich wenig, Bruder. Ich weiß nicht, wie oft du dir das reinziehst, aber und zu mal gebe ich mir mal komplett die ganze Liste. Das sind 100 Lieder. Klar. Und dann höre ich mir das so an. So, das sind so nette, weiche Jungs mit Gitarrenbeats. Und hören sich alle gleich an. Das ist das Problem. Das ist auch ein Problem auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie diese Einstellung von diesem Autotune oder keine Ahnung, Alter. Jeder die gleiche Einstellung macht, aber hört sich alles gleich an, Bruder. Ich glaube auch diese Real. Ich will jetzt niemanden haten, so, weißt du, ich meine, aber hört sich nun mal gleich an. Ganz oft schon angesprochen, Massaker. Ganz oft. Ja, ja. Und ich glaube aber auch, nur im Hip-Hop, also im Rap, gibt es dieses Real, was macht er, dass das so geprägt ist, weil zum Beispiel Lionel Richie hat 6 Scheidungen und singt immer über die Frau seines Lebens. Die Fans haben ihm das nicht einmal übel genommen. Ich glaube, das ist mehr diese Straßensache. Ich persönlich muss sagen, ich bin auch immer noch oldschool. Wenn jetzt jemand Straßenrap macht,
ich feiere es natürlich, wenn er über sich selber erzählt. Also wenn ich sehe, okay, gut, das passt zu ihm, das ist diese Person. Ja. Seine Texte sind von dieser Person. Der hat jetzt nicht irgendwas aus seinem Arsch rausgezogen. Dicker, er muss nicht Straße sein. Er kann auch behindert sein. Meine ich. Und Behindertenrap machen. Richtig. Aber ich meine Straße. Aber du bist das, was du bist. Ja. Das ist ich es. Meine, das ja. ist, aber bei Straße finde ich es speziell, weil da diese Themen sind einfach ein bisschen, haben mehr Substanz und richtig. Hat auch History, weißt du? Mhm. Wenn du so von Sachen redest teilweise, die andere Leute erlebt haben, kann sein, dass du dir auf die Füße trittst. Dieses Thema hatten wir schon ewig. Ja. Jeder weiß ganz genau, was ich meine. So, seit weißt Jahren, du? Bruder. So. Und dann, wenn du dir dann anhörst, so, ja, ich hab, jetzt gibt's jemanden zum Beispiel, der ist aus der Hood. Der hat ein scheiß Leben gehabt. Der hat gewisse Sachen erlebt, aber er hat sich das nicht ausgesucht. Das ist ja auch nochmal eine Sache. So, weißt du, viele Leute, Bruder, wollen was da rein. Was heißt denn scheiß Leben, Bruder? Alles, was du erlebst, prägt dich ja auch. Macht dich ja zu dem, was du bist. Mhm. Ja, du solltest eigentlich dankbar sein für alles. Für Gutes und Schlechtes, Bruder. Wenn ich Gutes erlebe, man kann ja niemals verlieren im Leben, Bruder. In diesem Leben kannst du nicht verlieren. Wenn ich schlechte Sachen erlebe, lerne ich was daraus. Ich habe wieder gewonnen. Hoffentlich. Ja. Ja. Allgemein ist das so, Bruder. Ja, ja. Wenn ich irgendwas Schlechtes ja. erlebe, außer wenn jetzt ja. 10 Leute vor der, 10 SEK-Beamte vor der Tür stehen, dann habe ich ein Problem. Wenn die gerade ja, meine ja. Tür versuchen einzurammen, dann habe ich ein Problem. Aber sonst, jedes Problem machst du dir doch selber in deinen Kopf, Alter. Was gibt es denn für Probleme? Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Probleme, seine Fehler nicht so oft wiederholt, Bruder. Ja. Ich meine, weißt du, aus natürlich. Dem Lernen, wenn was Negatives passiert in deinem Leben, kann auch was sehr, sehr Positives sein. Wenn du verlierst, eigentlich immer. Kann was Gutes passieren. Aber manche Leute lernen nicht, Bruder, die sind wie Bart Simpson, die machen wieder den Finger in die Steckdose. Richtig. Und wieder. Wenn du immer das Gleiche machst und denkst, das Resultat wird anders, dann bist du wahnsinnig, Bruder. Walla, Bruder. Und Bela sagt auch immer, Massaker, wenn du immer durchs Meer schwimmen musst, ist der Weg hart, da kriegst du einen breiten Rücken. Richtig. Ja, so. Ich finde so, dass man in diesem Leben gar nicht verlieren kann. Das geht gar nicht. Weil alles Schlechte, was du erlebst, daraus lernst du was, Bruder. Und das macht dich zu dem, was du bist. Verstehst du, was ich meine? Im Optimalfall. Weil, ja, richtig. Es gab uns davor und es wird uns danach auch geben in diesem Leben. Ja, was machst du dir Kopf an, Manakim? Wo willst du verlieren? Du wirst mein Psychologe, Massaker. Massaker therapiert. Ich denke so, Bruder, für mich selber, ich denke so. Massaker, ich hab mal diese Gewaltfantasien und. Dann musst du sie ausnehmen, Bruder, du raus, kannst Pogi. Es verlieren. Lass es raus, Junge. Du musst GTA spielen, irgendwas kompensieren. Ja, ach, hast du für Belasch was ganz Tolles über Luther Vandross. Sein Interview, sein letztes gesehen. Was? Fragen wir haben. Ach, er hat einen Schlaganfall, ne? Ich glaube schon. Ah. Ich glaube schon. Krasser Mann. Einer meiner Lieblingssänger. Das ist so ein alter R&B-Sänger, Luther Vandross. Aber der ist schon lange tot. War ein sehr, sehr guter Sänger. Ein paar Lieder kennst du, Massaker. Ja. Nein, Bruder. Er hat viele Welthits gehabt. Wenn ja, du hörst, 1000 Kisses for you. Hast du sehr gut gesungen, jetzt weiter. Leider nicht, Bruder. Egal, auf jeden Fall. Gab es sehr, sehr viele gute Leute auf jeden Fall. In der Türkei mit Kollaborationen, mit Sänger und so. Wie sieht's aus? Ist das so normal zwischen Rapper? Macht man sowas? Feeds meinst du? Ich weiß, Cesar Dankso hat zum Beispiel mit Schanischer einen Song zum Beispiel, das ist schon. Ja, ja, genau, krass. Mit Jezza hat er. Mit Jezza auch? Jezza, glaube ich, Schanischer hat er. Ja, die beiden ich haben bin mir nicht sicher, ja, ja. Die haben auf jeden Fall. Aber gibt es auf jeden Fall Kollabos so, die sehr interessant werden so, aber ich halte nicht viel von den Sachen so, weil die letzten Jahre haben wir ja viel Projekte mit Amis gemacht. Amis. Genau. Ah, genau. Genau, ja, genau. Genau, mit Snoop Dogg haben wir was richtig. Gemacht. Mit 6ix9ine haben wir einen richtig. Track gemacht. Jetzt kommt ein Track mit The Game. Und viele internationale Projekte. Also, so. Stimmt, natürlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich konzentriere mich mehr auf diese internationalen Projekte. Das sind so krasse Namen. Du hast Snoop Dogg Feature. Das ist genau. Schon, ich meine, wir hatten Snoop Dogg Feature. Weißt du so? Das ist schon eine riesengroße Nummer. Ja. Aber 6ix9ine ist ein. Das, was sich auf Hitch reimt. Also bei diesem Jungen, sage ich dir ganz ehrlich, das ist so ein Junge. Bruder, ich sag dir ehrlich. Da ja, gibt es nichts zu reden. Der ist Kinder. Bei solchen Sachen ist zu Ende. Das wusstest du wahrscheinlich nicht damals. Nein, das wusste ich nicht, Bruder. Das wusste man ja nicht. Kinder. Damals, ich wusste von diesem, wie heißt dieser? Nelly. Nelly. Der mit den Dings hier. R. Kelly, meinst du, Bruder? R. Kelly, R. Kelly. Jetzt nicht mit Nelly verwechseln. Ja, ja, R. Kelly, Bruder. Der hatte mal so eine Geschichte, aber von 6ix9ine habe ich nicht so viel gehört. Und man sollte auch nicht so viel von den Medien sich was rausnehmen, Bruder. Weißt du, ich meine, weil viel wird gelogen. Ja. Guck mal, Bruder, du hast mit denen zwei Lieder, das weiß ich, auf jeden Fall. Aber
ich war mir sicher, du wusstest nicht davon. Ich wusste gar nichts davon. Deswegen. Also von dieser Pädophilie-Sache wusste ich wirklich gar nichts. Ich bin mir sicher gewesen, wenn dieses Mörder nicht wissen würde, würde er nicht. 100% nicht. Von dieser Nicht-Sache haben wir gehört, aber eine, weißt du, ich meine, wir haben das auf geschäftliche Basis gesehen. So. Weißt du, ich meine? Natürlich. Ja. Natürlich. Aber diese Pädophilie-Sache, ich schwöre dir, ich höre das erste Mal von dir. Das ist auch unter den Teppich gegangen. Das haben sie gut unter den Teppich gepackt bei diesen Jungen. Auf jeden Fall hat er Glück gehabt. Das ist wirklich eine Sache, die ist, er ist verurteilt dafür, Bruder. Er ist verurteilt. Er ist ein verurteilter, registrierter Sexualstraftäter. Okay. Der wollte 13-jährige Kinder seine... Das haben sie alles in seinen Nachrichten... Also das höre ich von dir, Bruder. Das ist ekelhaft, aber wo ich gesehen habe, dass ihr was miteinander gemacht habt, wusste ich es auch nicht. Das habe ich erst im letzten Jahr, habe ich das alles nochmal erfahren. Okay. Weißt du? Es gibt da eine gewisse Grenze und das ist diese pädophilen Kinder-Sache. Da gibt es für mich nichts zu reden. Sowieso, da ist sowieso rote Linie. Ja, da ist die rote Linie. Nicht interpretierbar. Ja. Nee, gar nicht. B hat immer ein schönes sowieso Beispiel nicht. Halt, bei dem Bruder Samra haben die halt sofort gecancelt und parallel haben die. Aber halt diese Samra-Geschichte war auch fake. Dieses voll, Mädchen, total. Ja, dieses Mädchen hat auch viel Geschichten erzählt, so, weißt du, ich meine, die wollte sich ein bisschen Fame aufbauen. Ohne Worte. So, weißt du, ich meine, ist auch eine behinderte Geschichte gewesen, so, weißt du, ich meine, Samra, ein Typ wie Samra hat das gar nicht nötig, Bruder. Ohne Worte, safe. Ja. Ja, na, der kann 50 dieser Mädchen besorgen, ohne irgendwie sich anzustrengen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, na, ich glaube so oder so von Anfang an nicht an sowas. So. Ja. Ich sag dir ehrlich, Vergewaltigung und dies und das, Alter. Hat der Typ das nötig, Alter? Ja. Das mit der Sache mit Sixnine ist krass. Aber wie lange jetzt haben wir gehört, das Kriminelle kam ja erst nach dem Feature zustande mit dir. Warte, da hast du auf die schiefe Bahn gekommen. Wie kam das zustande mit Snoop und 6ix9ine und so? Das sind große Namen. Habt ihr da durch einen Freund, Bruder. Durch einen Freund von mir, ja. Joe Young. Auch schöne Grüße an ihn. Ist es der zufällig, der Deso und Gecko damals das Feature mit... Nein. Du weißt auch, wie ich meine, Wie heißt der Typ? Die Schwanzverlängerung von G-Unit, der Spider-Log. Nein, Bruder. Nein. Der hat gar nichts damit zu tun. Der Joe Young, der ist auch auf dem Track drauf, ne? Genau. Ach, der hat diese Dings klar gemacht, dieses Kollabo klar gemacht. Der hat guten Kontakt. So, ne? Vitamin B ohne läuft nichts. Beziehung, ne? Immer alles, Beziehung. Bruder. Immer das Gleiche. Alles, erzähl bitte über Snoop. Ich bin voll gespannt. Der Lieblingsrapper von meinem Papa mit Ice-T. Was soll ich über ihn erzählen, Bruder? Nach wie vor Snoop ist Snoop, Bruder. Mein Papa hat Hausschuhe von Snoop, habe ich ihm besorgt. Hausschuhe. Und Socken. Geil. Wann war das mit Snoop, bitte? Vor zwei, drei Jahren, Bruder. Ja. Erzähl doch mal einfach, wie die auch sehr erfolgreicher kam. Track, Bruder. Hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Allein schon deswegen, weil, Bruder, wir feiern doch Snoop Dogg, seitdem wir klein sind. Wir haben ihn gehört, immer. Weißt du, ich meine, auf Dr. Dre Album und dies und das. Schon allein für meine Kindheit hat das für mich Spaß gemacht. So. Weißt du, ich meine? Ist ein guter, erfolgreicher Track geworden so, und hat Spaß gemacht. Ja. Ey, wir haben Snoop so geliebt. Wir haben uns damals als von Doggy Style überall hinten bei meinen Eltern gibt es so eine Wand, da sind mal riesige Plakate, da haben wir das Poster abgemacht. Und mein Kumpel P, ich sag den Namen nicht, war auf LSD in mein Zimmer, guckt das Snoop-Poster an, sagt so, zu mir und Commander, war auf LSD, sagt so, Snoop ist so cool, ich würde dir einblasen. wir sind immer noch drauf hängen. Ich hab gesagt, der Drogen macht das, Menschen kaputt. Digga. Ja, aber was ich natürlich nicht wusste, ich habe den gehört damals als Jugendlicher, klar, hat ja auch, dieser Rap hat ja auch Mainstream-Charakter, das lief überall. Und dann irgendwie hatte man schon irgendwann das Vorteil, ach, so ein lustiger Kiffer. Dann später hast du diese Gangstrukturen erst so durchschaut. Und am Anfang der Karriere hat der ja fast in den Knast für Mord gewandert. Das habe ich erst ganz spät realisiert. Yeah, that was the case. Wusstet, ja, klar. Der Song geht ja damals. Ja, wusstest du es damals? Natürlich. Damals, was das damals ist. Ich bin auf Snoop Dogg später eingestiegen. Viele haben einen krassen Hintergrund, Bruder. Ja. Also die kommen ja nicht von irgendwo her, so, weißt du. Ich meine, der Bezirk, wo die herkommen, die stehen alle auch hinter denen, so, weißt du. Komm nicht von der Willi Weider Promenade, meinst du? Willi Weider. Da drüben gibt es genauso auch super viele Fakes, Digga, in Amerika. Also ja, denke ich auch. Ist 100 Pro garantiert. Das weiß man mittlerweile auch. Alleine die erste Rap-Gruppe, die durch die Decke gegangen ist, da war kaum ein Gangster dabei, NWA, ganz ehrlich. Also Easy war auf jeden Fall der, der das Geld gegeben hat, der war auf der Straße hustlen. Ren soll stabil gewesen sein. Ren war okay, war Hood-Atze, aber so Ice Cube oder Dr. Dre und wie sie sich alle hießen, das waren keine krassen Leute. So. Wer richtig krass gewesen sein soll, weiß ich nicht, Mythe, Arabian Prince. Vielleicht ist auch deswegen rausgeflogen. Alter, du bist ja noch weiter in die Vergangenheit. Ja, also Posse noch. Ich liebe das alte Posse-Album. Kenn ich gar nicht. Es gibt ein Album von 86 oder 88, NWA and the Posse, da ist noch die Fila Fresh Crew drauf, Arabian Prince. Das ist so diese Stevie B-Mucke noch.
Noch vor. Nee, so. Ja, du hast recht, du meinst Worldwide Reckless Crew, so, ne? Ja, das war richtig, Dre seine Crew. Ja. Aber so Posse ist eher so ein bisschen, ja, schon sehr West Coast-Element. So. Arabian Prince und so, die ja, haben so. 86, Alter, da waren wir noch im das Park stimmt, und Arabian haben Prince. Kinder geklatscht, Alter. Ja. Da haben wir doch gegen die eigene Hand geklatscht. Ja, kennt noch Panic Zone, you're in the Panic Zone, Panic Zone. Da sagen sie, wir haben immer verstanden, auweia, 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 ja, Panic Zone. Wir haben gar nichts verstanden, sowieso unsere alte Generation hat ja auch auf Englisch gerappt. When in the hand in the show, when in the world, we're letting it low. Aber wir haben die Message irgendwie, auf irgendeine Art haben wir schon die Message bekommen, so, weißt du, ich meine? Obwohl wir gar kein Wort verstanden. Ich habe früher auch immer gern was reininterpretiert. So. Wir alle, Bruder. Wir alle. Ja, aber diese Songs, starke Features, also so über Snoop Dogg muss man nicht reden. Ich glaube, der ist der erfolgreichste überhaupt von den Amerikanern. Ja, ich glaube, der hat die meisten Instagram-Follower, ne? Momentan 6ix9ine, Bruder. Echt? Ja, ja. Er ist der kleine Frösche, der alles auseinander nimmt. Wirklich, so, er ist weg, er kommt wieder und ist immer auf Platz 1. Kannst du mal sehen, musst du dich an Kinder vergehen vielleicht, dann kommst du auch so weit nach oben. Ich verstehe nicht, wie solche Leute überhaupt da toleriert werden. Ne? Ich höre bei Leuten wie dir sage ich nichts, wie gesagt, ich war mir 100% sicher, du weißt nichts davon. Kannst du dir auch sicher sein, Bruder? Ich höre das zum ersten Mal hier, Jan. Ich sag dir ehrlich, Jan. Aber so Kinder, Minder, dies, ja. Ich habe diese Snitch-Sache sehr, sehr viel gehört. So. Dicker, ich dachte mir, Dicker, das ist geschäftlich und bla bla, wir haben schon unterschrieben und bla 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 bla. Weißt du, ich meine, was haben wir damit zu tun? Gar nichts. Aber mit dieser Pädophilie-Sache, Alter, weißt du, ich meine, ich habe Neffen und Cousinen und bla bla bla, dies und das. Das ist auch, wo ich noch ein bisschen sage, das ist wirklich kein Vorteil. Bei den echten Straßenärzten ist das wirklich auch noch immer so, dass das da nichts Interpretierbares ist, dass es immer noch einen Daumen runter gibt, ja. Ja, ich meine, guck mal, auch bei dieser Samra-Nummer, da habe ich auch öfters gesagt, ich wette, ihr werdet mir zustimmen. Die sagen doch Deutschrap, da kam doch Deutschrap Me Too. Hm. Wegen Samra-Geschichte. So, Mann, ey, guck mal, von allen Musikgenres, die ich bisher live mitbekommen habe, und ich war auch schon hier und da mal, ich finde, die Rapper sind die, die am ehesten helfen würden, wenn was passiert. Ja. Richtig, ja. Wenn du hörst, irgend so ein Kind schreit, ein Mädchen schreit, wo ist das? Ich wette, du gehst rein. 100%, ja. Bruder. Weißt du? Und da bei den anderen, viele gucken weg. Und deswegen auf uns den Fingern zu zeigen, die sind die Schlimmsten. Mann, Alter, hör mal auf, Mann. Also, ja, von Anfang an, ich habe dieser Geschichte nicht geglaubt. Weißt du, warum sie das machen? Mit Samra und so, wir brauchen gar nicht darüber zu reden, Bruder. Da hat er 100% recht, Anne. Guck dir dieses Mädchen an, so. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, Bruder. Anne, die wollte Fame, Bruder, jetzt so. Weißt du, ich meine, eine Vergewaltigung. Ich denke Fame. Ich denke auch. Aber ich war nicht dabei, du warst nicht dabei. Hauptsache, aber was wir alle wissen ist, wir können den Jungen ja nicht verurteilen, aber vor allem, was hat die Deutsch-Rap-Szene damit zu tun? Hm. Ich habe doch gerade gesagt, da sind viele Leute wie wir. Wir würden helfen. Ich habe schon geholfen. Ich weiß nicht, du hast bestimmt geholfen. Ja, du hast schon geholfen. Jeder hatte bestimmt mal eine Situation, wo ein Mädchen, eine Frau natürlich, in Gefahr war. Dies, das. Wir rennen los, wir machen irgendwas. Das andere Leute drehen sich um. Linie, Janne. So, Bruder, weißt du? Ganz klar, hier auf der Straße schon allein, wenn ich sehe, wenn jemand seinen Hund haut. Fick ich ihn, Janne. Ich sag dir ehrlich so. Weißt du, ich meine? Janne, was, wenn es um einen Mensch geht? Weißt du, ich meine? Wir sind sofort da. Auf jeden Fall. Man muss schon Hilfsbereitschaft und diese ganze Sache muss man wissen. Zivilcourage in Deutschland ist nicht so normal, Bruder. Ich habe so oft gesehen, Leute gucken weg. Weißt du, woran es liegt, Belas? Das ist nicht so, aber in diesem Thema ist Türkei ganz krass, Bruder. Wenn da irgendwas auf der Straße, irgendwas Unrechtes passiert, Bruder, glaub mir, eine Oma, Moma, Opa, Mopa, eine, die kommen, die zerstören dort. Auf jeden Fall. Ich war schon sehr oft Zeuge, wo ich gesehen habe, Alter, wenn irgendwas passiert ist, alle sind gekommen. Genau. Warum denkst du, sagen die kleinen Kindern hier in Deutschland, wenn du in Gefahr bist, ruf nicht Hilfe, ruf Feuer. Mhm. Weil bei Feuer hat der andere keine Angst, vielleicht selber geschlagen zu werden oder dass ihm selber was passiert. Der kommt und der will dich aus dem Feuer retten. Aber wenn du Hilfe rufst, der andere denkt, scheiße, ich kann selber. Ja? Der geht leise. Genau. Ja, Bruder, das hat viel damit zu tun. Als Mann muss man schon ein paar Prinzipien haben. Ja. So, weißt du, ich meine, und das ist einer davon. Dass du wirklich Leuten hilfst, wenn die in Gefahr sind, wenn du wirklich dabei bist. Dicker, du kannst doch nicht weggucken, Alter. Und Gefahr, egal, was dir passiert. So. Gewalt gehört halt schon immer zu Menschen dazu und ein Alpha-Tier oder ein Mann, der sein Bestes gibt, kann es im Notfall auch anwenden. Der findet nicht cool, dass Gewalt existiert, aber sie existiert, seit es die Menschen gibt. Und in Deutschland ist halt das Problem, diese kastrierten Menschen, diese Lämmer, die hochgezüchtet wurden. Und auch in dieser roten, in dieser Bubble, in unserer Welt gibt's das nicht, ja. Und halt, das ist das Problem halt, dass auch, ich kenne auch manche in meinem Bezirk, die sind so ein bisschen jünger als ich jetzt, den ich im Kopf habe, aber die haben gutes Herz.
Die hätten immer Riesenprobleme, wenn jetzt einer ein Mädchen die Kette wegnimmt oder so, da einzuschreiten, dieses Gewaltding, weil die von klein auf getrichtert haben, nein, Gewalt ist scheiße, macht man nicht. Das ist ein riesiger Punkt. Meine Meinung. Ja, Bruder, manchmal muss man Gewalt anwenden. So. Ja. Ich meine, ist einfach so. Ja. Ich bin auch nicht dafür, aber manchmal geht es nicht. Gehört dazu. Und wir Deutschen, die das machen können, für die anderen Deutschen sind wir Tiere. Also in Deutschland würde ich mir das wünschen, dass die Leute mehr Zivilcourage zeigen. So. Weißt du, ich meine, ist doch scheißegal, Alter. Hauptsache, du kannst in Ruhe schlafen. Mhm. Weißt du, ich meine, wenn du nach Hause gehst, dann weißt du wenigstens, Alter, ich habe nicht nur geguckt, ich habe was gemacht, Alter. Mhm. Weißt du, ich meine, ich habe diese Person gerettet, gerne. Das ist ein Pluspunkt, Bruder. Ja, dann für dich überhaupt, für deinen Charakter ist das ein Pluspunkt, so, weißt du, ich meine? Deswegen ist auch, glaube ich, dieses Anonyme, wie auch viel bei euch in Kreuzberg jetzt passiert, bei uns auch in Langfurt immer mehr, durch die Genifizierung, egal wie man es nennt, das Anonyme, dass man die Leute nicht mehr kennt halt. Wenn man seinen Nachbar kennt und kann man auch Geräusche oder Hilfesignale besser deuten. Fühlt ihr mich so ein bisschen? Ja. Früher am Kotti, also wenn ihr da alle wart, ihr konntet genau sehen, ah, das ist ein Fremder, das Mädchen ist meine Nachbarin, der verfolgt sie jetzt, so ein Beispiel. Ist halt nicht das überhaupt, muss nicht mal meine Nachbarin sein, Bruder. Sowieso. Irgendeine Fremde, die gerade Hilfe braucht, Alter, da helfen dir. Ist doch ganz klar. Alter. Auf jeden Fall, muss schon sein. Weißt du, ich meine, dafür ist man warum nennt man sich ein Mann? Ja. Wie ist man denn ein Mann, Alter? Nur weil man einen Schwanz hat, Alter? Nein, man muss auch ein bisschen Eier zeigen, so. Weißt du, ich meine, wenn es drauf ankommt, so. Weißt du, ich meine? Top-Spruch, das ist mein neues das ist mein Intro. Schreib's auf. Schreib in dein Notizbuch, Bruder. Man braucht dicke Eier, Bruder. Ja. Das ist so. Ja. Ein paar ordentliche Taschaks haben noch niemand geschadet. Einen Taschak. Lasst sie euch wachsen. Ja. Schön. Bruder, ich muss rasieren. Kurz Break. Break. Lass mal laufen, aber. Lass laufen. Genau diese Richtung. Was ist mit Sport, Bruder? Du bist sowieso sportlich aktiv. Was hast du denn immer gemacht in dem Land? Bruder, ich habe viel Kampfsport gemacht. Was genau? Boxen 4 Jahre durch. Dann habe ich 2 Jahre Wing Chun gemacht. Dann habe ich ein Jahr MMA gemacht. Hier im Moritzplatz bei uns. Fenritz. Mhm. Ab und zu immer wieder Kampfsport und Kraftsport, Bruder. Immer sehr, wieder. Sehr gut. Bist du noch dabei? Immer wieder, ja. Sehr gut. Also, ich will da keine Karriere aufbauen, aber sich fit halten, so recht. So, auf jeden Fall. In der Türkei ist ein bisschen weniger los, ne? Also für mich war da schwer, was zu finden. In Izmir, sage ich mal. Woanders habe ich nicht geguckt, aber... Wo, Kampfsport meinst Kampfsport du? Ist nicht so vertreten. Nicht, doch, so, Bruder. Nicht so viel. In Izmir vielleicht nicht, aber in Istanbul schon. Istanbul ist mehr, da 100%. Ja. Ja, auf jeden Fall. Früher haben sie alle gerungen, an Ringer alle Türken. Ja, natürlich, Alter, die Türken sind krasse Ringer. Unser Fikretmann, der ist so klein, der ist ein Kopf kleiner als du, Massaker. Und der war so stark, der stärkste Menschen. Und unser alter Nachbar Mustafa Abi war auch wohl Ringer. Und der hat wohl manchmal mit Bäumen sogar trainiert. Also hat einfach immer ganz lang Baumstämme. Hat er die gehoben oder? Nee, er hat sich immer ganz lange da einfach Widerstand. Achso, hat gedrückt. Genau. Okay. Walla, Bruder, wenn du Ring drauf hast und danach Kampfsport machst, so richtig mit. Dann bist du King, Maschine. Ja. Weißt du, weil Ringen ist schon eine Sache, Bruder. Wenn du einen runterkriegst und wenn du es drauf hast, du fixst ihn. Aber wir Deutschen verbinden dann immer mehr so korpulente Typen, bisschen dicker, bisschen breiter. Und die beiden Ringer, die ich kenne, sind eigentlich ziemlich kleine Typen so. Aber technisch gut. Breit, richtig krass. Breit und stark. Ja. Ringer sind breite, starke Typen. Alter. Ja, wirklich, Alter. Wrestling ist eine Sache, die hat Türkei in der Genetik. So, das ist wie bei Iran auch. Iraner und Türken. Griechisch von Osmanenzeiten noch so. War ja Nationalsport so. Richtig. Ring war ja Nationalsport. Genau. Und wenn du es da drauf hast und wie gesagt danach mit Kickboxen oder irgendwas das kombinierst, Bruder, du bist Maschine. Alter. 100%. 100%. Ja. Die ganzen UFC-Leute sind genau das, was du gerade sagst. Genau. Also die Champions, die meisten, sind vom Ringen gekommen. Und die haben dann Boxen gelernt oder Kickboxen gelernt und dann sind sie so gut wie unaufhaltsam halt. Ne? Ja. Verfolgst du selber? Guckst du gerne? Gar oder nicht, nur selber machen? Nein, gar nicht. Ich halte mich nur fit, Bruder. Ich verfolge das nicht. Ich bin auch kein Fan oder dies und das. Wenn zufällig was läuft, dann gucke ich das gerne, aber so. Aber es nur wirklich fit halten, das nur ist alles? Fit halten, ist nichts Bruder. Anderes. Nur fit halten. Aber gehst du Sparring rein? Kämpfst du auch? Ja, Bruder. Okay, weil einige Leute sagen, wenn sie nur fit halten wollen durch Kampfsport, aber nicht Sparring und so, ich mach Pratzen, ich mach Pads, ich mach dies, das, aber so nicht fighten. So bin ich auch mit... Locker, Bruder. Locker. Sparring, ja, natürlich. Nur gucken, nicht mehr gucken, nur selber machen, ist mein Motto bei Sex jetzt mittlerweile. Bruder, bestes Training ist Sparring.
Ja. Schmarrn ist ja, ja. Realität. Mhm. Bela sagt immer, wenn wir hier die Spuren üben, sagt er, auch wenn du übst, was sagst du, Bela? Man kämpft so, wie man spart. Man kämpft so, wie man Sparring genau, macht. Ja. Genau. Wenn du dir schlecht beim Sparring schlechte Angewohnheiten antrainierst, dann wirst du das im Kampf dann auch übertragen. Normal. Ja. So, deswegen. Ich bin auch immer Dings hier. Sparring ist meine Sucht. Meine Sucht. Wenn gefragt wird, Sparring, meine Hand so oben wie so ein kleines Kind. Wäre 100%. Ich. Belasch wäre auf dem Acker. Wenn Belasch Deutscher wäre, wäre auf dem Acker. Nein, sowas überhaupt nicht. Doch, das ist genau das Gegenteil. So Acker, Macker und so weiter. Mein Trainer Dirk, Alter, Hertha BFC Hooligans, die sind immer am Prügeln auf dem Acker. Aber das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich sehe keinen Sinn da drin. Ich lache jedes Mal mit ihm, nicht über ihn, aber das ist nicht mein Ding. Ich fordere die ganze... Wir haben gar nicht die Zeit, Dicker, Alter. Wir haben gar nicht so viel die Zeit. Dass warum wir auch? Warum? Ja. Warum sollte man? Man kriegt auch gar nichts zurück davon. Ey, Freunde, ich kann auch meinen Kumpel sich in die Augen könnte. Ich liebe auch alle meine Hooligans, Brigade Nassau, Blue Army, ich liebe euch alle, BFC, Visa alle heißen, kein vergessen, aber ich hätte einfach Schiss, Belasch oder Echo anzurufen oder Commander, dann kannst du mir halt wieder Suppe vorbeibringen, also dass man sich so tierisch verletzt, hätte ich halt Schiss. Also an der Stelle muss ich Dirk grüßen, Dirk von Hertha BFC, bester Trainer, ich habe schon mal über ihn geredet, er war so froh darüber, dass ich ihn im Podcast erwähnt habe, aber ich habe erzählt, er ist ein Ossi und er ist es nicht. Es tut mir leid, Dirk, Bruder, West Berlin, Motherfucker, forever. Ist das lustig, war? Also dass er ein Hooligan ist und so alles, stört ihn nicht, dass du es gesagt hast, aber er ist kein Ossi. Ich bin kein Ossi, hat er gesagt. Dirk, Westside. Geil. Ja. Geil. Du, ja, ganz krass, die Ackerarzten, Alter, was die auch immer machen für einen Unsinn, ja. Ich glaube, das ist jetzt für Patreon. Die Blue Army hatte mal Stadionverbot. Die sind wie wir ein Multikulti, krimineller Haufen, überhaupt nichts mit Nazis zu tun, hatten aber Stadionverbot und vorm Stadion war auch das Dezernat. Dann hatten sie aber immer noch 80 oder 100 Leute, die ins Stadion reinkamen. An dem Tag wäre der Sponsor gekommen. Da haben sie sich alle weiße Sachen angezogen. Einer hat gegenüber, die koordiniert mit dem Handy. Und das ganze Stadion war ein böses, verfassungsfeindliches Zeichen. Tschüss. Und die haben sich alle zu Tode geärgert. Und abgesehen davon, dass das Zeichen scheiße ist, war es tierisch lustig, fand ich. Derjenige, der... früher Bushido seine Videos gedreht hat, in den 2007, 2008, so um diesen Bereich rum, ja. So Heiko und Konsorten. Schöne Grüße auf jeden Fall. Geil, der hat für mich auch mal gedreht. Ja, bester Mann. Leben im Regen, oder? Nee. Okay. Der war mit dabei, der hat so ein bisschen geholfen, aber. Und ich habe immer, der hat immer gesagt, wenn ich mal Dings hier bin, so, die waren ja richtig in diesem Hooligan-Ding drin. Ich nehme dich mal mit und so. Ich sage ganz ehrlich, muss nicht sein. Aber danke fürs Angebot. So, und der hat mir Sachen erzählt. Die haben Code, wenn einer auf dem Boden ist, wird nicht mehr gehauen und getreten. So, das ist nicht erlaubt. Die halten sich auch noch dran. So, das war für mich unerklärlich. So, wie geht das? Mitten in der Schlägerei, der ist auf dem Boden, okay, lass ihn. Aber die Polen, die halten sich nicht an die Regeln und die nehmen auch manchmal Messer mit. Weil Waffen sind auch nicht erlaubt. Der erzählt mir Sachen von wegen, die kloppen sich mit Polen. Da zieht einer eine Pumpgun mitten in der Schlägerei und dann ist ein 2-Meter-Ossi, der zieht eine Parkbank aus dem Boden raus, eine Parkbank und wirft auf den mit der Pumpgun drauf. So eine Geschichten haben die. Der ruft mich irgendwann an und ich höre, es ist laut. Er sagt, weil an dem Tag sollte ich mitgehen. Ich habe gesagt, ich komme mit zum Stadion. Er ruft mich an, er sagt, wärst du mal mitgekommen? Ich sag, was ist denn los? Wir rennen jetzt alle aufs Spielfeld. Und du hörst alle, die rennen alle aufs Spielfeld drauf. Ey. Das ist wirklich die bekloppteste Truppe, die ich bei dem. Ich grüße meinen Bruder Pain, Free Pain. Pain ist ja wieder frei. Mein Bruder Pain von den TMR Juniors. Jeder hat so sein Hobby. Der geht immer auf den Acker. Der geht immer auf den Acker. Ja, das ist lustig auf jeden Fall. Lass uns mal zu ein paar aktuellen neuen Projekten von dir kommen, Bruder. Ich muss das ganz kurz sagen, Schönby. So, du hast dabei? Aber Sorry. Was. Nee, weil ich wollte es ergänzen. Du hast genau das gleiche Gedanken, hatte ich auch. Es sind seit die Ostblock-Atzen mitmischen, gibt es keine Regeln mehr, sagen die immer. Also Pumpgun habe ich nicht gehört. Sind auch krass. Messer habe ich ganz oft schon gehört. Von Holland Pumpgun war neu, Alter. Pumpgun war neu, aber ich habe mit Messer ganz oft gehört. Ja. Die Holländer sind auch stabile Fighter einfach. Ja, Bruder. Das ist eine krasse Fight-Nation. Ja, lass drei Scorpions kaufen, auf dem Acker gehen morgen. Kampfsport kommt ja auch sehr, sehr viel aus Holland. Alter. Kickboxen. Richtig, trainiert werden sie in Holland. Alter. Ja, Mann. Die besten Kickboxer, finde ich, sind die Holländer. Also die Thais sind die Thais. Kann man nichts sagen. Tabi. Ich war ja auch in Thailand, Alter, in Bangkok. Auch Psychopath. Wie heißt denn der berühmte bei Sanchai, bei dem Weltmeister war ich. Warst du bei Sanchai? Tabi. Das ist ja an meinem Video, Bruder. Ach, wirklich? Tabi.
Andere Liga. Andere Liga. Das ja, Video ja, habe ich verpasst, Alter. Muss Tabi, ich nachholen. Tabi, guck dir mal an. Sanchai ist der Beste, Digga. Tabi. Sanchai und Buakaw sind meine Lieblingsfighter aus Thailand, Alter. Buakaw heißt er? Buakaw. Buakaw. Das ist ja sein Ding, Schüler. Ich dachte, Buakaw ist Kämpfer geworden. Buakaw. Der ist ein Thais, Legenden. Ja, wie heißt denn der bei New Kids? Da sagt Abu Langwitz, das ist auch ein echter Peter Kämpfer. Arz. Das ist ein Holländer. Das ist ein Holländer, ja klar. The Lumberjack. Wie heißt der bitte? Peter Arz. Peter Art. Lumberjack heißt doch Holzfäller, oder? Ja, Holzfäller, er sieht auch so aus. Er hatte immer so Holzfäller, kam mit Cappy rein. Von den Leuten sieht doch Kohle. Ein Highkick von ihm, Alter, du bist geflogen, Bruder. Das war so die Zeit von Mirko Krokop und so diese Sachen. Aber du hast Sanchai in deinem Video drin. Ja, ich habe doch gesagt, du hast die besten Videos, jetzt hast du mit Abstand die besten Videos. Nochmal die Krönung, ja. Ne? Der Bruder ist Legende, Digga. Sanchai ist einmalig. Auf jeden. Der ist auch so lustig, Alter. Hast du den kennengelernt? Ja, ja, natürlich. Wir waren ja zusammen. Und wie war der so drauf? Wallah, Bruder, wir haben uns nicht viel verstanden, so. Ja. Weißt du, aber ja, ne, cooler Typ. Cooler lustig. Typ. Ich wollte auch sehr, sehr gerne dabei sein, so. Weißt du, hat auch ein paar Moves gemacht im Video, so. Korrekt. Geil, cool, ja, ja, ja. Geil. Zieh ich mir direkt rein danach. Ja, mach das. Letztens wollte jemand, hat uns auch, da hatten wir aber keine Zeit, da war aus Holland ein ganz renommierter MMA-Kämpfer, genau. Der war auch am Start. Irgendwie, genau, oh, was? Beim letzten von Hiller oder so, Hiller, ich habe jetzt vergessen, finde ich mal raus für euch. Wallah, Bruder, eins muss ich sagen, aber in Bangkok gerne, ich würde es niemand raten, da hinzugehen, Bruder. Ja, ne? 90% Luftfeuchtigkeit und 50 Grad, Bruder, ja, ne? Für uns Europäer ist das tot. Ja, ich bin gestorben, Bruder, ja, ne? Fünfmal am Tag T-Shirt gewechselt. Ja. Ich denke mir, Alter, ich kriege keine Luft hier raus. Und wenn es das Klima nicht macht, machen sie Geschlechtskrankheiten. Ja, ja, damit Lady haben wir nichts zu tun, Alan. Damit du! Nix, Bruder. Boogie jagt die Ladyboys. Ja. Speak in Japan, Baby. Ich sag's immer wieder, ist ja kein Witz. Da ist ein 16 cm der Riese. Das hat sie nackt. I'm big in Japan. Da ist auch, der Bangkok hat, glaube ich, wie viel? 30 Millionen oder so? Ich weiß nicht. Bevölkerung ist riesig. Ey, wir müssen ein Crowdfunding riesig machen. Crowdfunding machen. Nächste Matthias Crime Video in Japan. Japan, das ist doch Thailand. Japan soll sauber sein, Bruder. Keine Zigarettenstummel, gar nichts. Aber voll. Nicht mal Staub, nichts, du kannst vom Boden essen. Die haben Schlüpfer am Automaten. Haben sie wirklich? Echt? Da werde ich auch mal einen Automatenknacker. Geil. Benutzte sogar. Ja, darum geht's ja. Benutzte. Ich schwöre, ich habe so eine Reportage gesehen, das Mädchen, sie nimmt so ihre Schlüpfer, so eine Deutsche, die hat sie getragen, die hat so Kartons, sie verpackt das. Und dann hat sie so eine Röhrchen, da packt sie so ihre Schamhaare, die sie abschneidet, rein. Krass, alles geht nach Japan. Die Japaner kaufen das ohne Ende. Gibt's kranke Sachen, ja, habe ich viel gehört. 100% Japan. Ja, ja. Japan hat auch hohe Selbstmordquote. Ja. Die sind sehr, sehr im Arsch. Aber ich glaube, China ist da noch kranker als Japan, Bruder. Ja, die fressen alles. Mir hat mein Boxer erzählt, wenn du da durch die Straßen läufst, du über 1,80 bist und 100 Kilo wiegst, bist du voll die Attraktion da. Ja, Mann. Alle wegen der Fotos. Größe halt. Alle ne? machen Fotos. Genau. Und wenn du weiß bist, so oder so. Ja. Aber trotzdem, man muss mal sagen... Geiler Ort. Eineinhalb Milliarden Leute, die sind natürlich auch nicht alle gleich. Naja, so, voll, so. Voll. Man hört immer, die essen Hunde, Katzen, sind nicht alle so. Aber Bruder, im Bazar kriegst du das dann, Bruder. Im Bazar, du alles, ja, was oh, warst du mal auf so einem Bazar, Bruder? In China? Hä? Ich war noch nie in China. Also okay. Aber so hören, sagen. Und so, sehen. In so einem asiatischen Markt warst du aber mal? Thailand. Ja, ja, natürlich. Da sollt voll die lukinarischen geilen Sachen geben. Ich hab gehungert dort, Bruder. Ich hab gehungert, denn ich wusste nicht, was ich essen soll, Bruder. Weil es so exotisch ist, war? Ja, so, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich essen soll, Bruder. Alles sah so komisch aus. Du bist so ein Arzt, der ist da bei Burger King, was muss ich mal sagen? So, ungefähr. Gibt viele ungefähr. Deutsche, ich habe den letzten Bericht gesehen, so Italien, da war so ein Touristenort, da essen sie alle Currywurst. Digga, die Amis waren alle so, die Rapper, die früher nach Deutschland gekommen sind. Die Amis waren alle so, die sind gekommen, die waren Millionäre. Du hast gefragt, ey, kann man euch was zu essen besorgen? Ja, hol mir einen Burger vom Burger King. So. Weißt du? Das einzige Mal, wenn ich zu Burger King gehe mittlerweile, ich esse sowas nicht mehr. Das einzige Mal ist, wenn ich in einer anderen Stadt bin. Dann ist was anderes. Oder Autobahn, Bruder. Autobahn. Und da empfehle ich euch alle in Hannover ein McDonald's. Ja, empfehle ich sonst auch nicht so. Gibt immer Dünnschiss. Aber da haben sie 10 verschiedene Cola-Sorten offiziell. Da gibt es Cola Ananas, Cola Mann. Du musst mal in Holland. Bring mir bitte mit, bring mir bitte mit. Ich soll dir mitbringen, einen Burger? Nein, Cola. Und dann mach ich es. Obwohl der Burger hält länger, so ein Burger wird nicht schlecht. Weißt du, was in Holland der Drink war? Hast du den auch immer, bestimmt hast du den auch immer genommen. Holland. Chocomel? Nein, Chocomel gibt's ja auch. Kennst du diesen AA? AA-Drink? Nein. AA? Nicht AA, klingt jetzt komisch, aber es heißt AA, das ist so diese. Das ist sowas ähnliches, aber es gibt's nur da.
Und das schmeckt richtig, wenn ihr mal in Holland seid, AA-Drink. In jeder Tankstelle, glaubt mir. Mein Liebling, warte mal kurz, ich muss mal AA. Ja. Nee, mein Lieblings, also ich fand, ich war mit TV Straßensound das erste Mal richtig in Holland und davor nur als Kind. Ich fand dieses Fastfood so verblüffend. Also diese Rinderfleisch-Hotdogs und diese Süßigkeitenkultur auch und war schon krass. Du kannst ja da einkaufen bei Dings, da gibt es so eine Wand. Du brauchst gar nicht so bei irgendjemandem zu bestellen. Du wirfst 2 Euro rein und nimmst dir einen Burger. Richtig. Wie heißt denn das nochmal? Das ist so eine Kette. Achso, das weiß ich nicht mehr. Ach, sorry, aber früher gab es heiße Hexe. In den 80er Jahren gab es das auch am Automaten. Sogar mit Döner. Glaube ich dir, Bruder. Ja, war interessant, dann mit niemandem reden. Und kennt ihr noch heiße 2 Hexe? Euro Burger raus. Ja, ja. Das. Kennt ihr noch heiße Hexe? Nee. Nein, ey, da freuen sich die ganz alten Fans. Das gab es bis, glaube ich, Ende der 80er. Ja, es war Automaten mit Hotdogs, Hamburgern, Buletten, heiße Hexe. Ach, siehst du, ja. Das ist auch so ein Ami-Ding, aber die Amerikaner haben das. Klar, aber es war, glaube ich, das kam aus Deutschland. Es war so chemisch, ich kann mich immer noch an diese Brötchen und so erinnern. In Amerika haben sie das schon immer gehabt. Da kannst du sogar asiatisch, richtiges asiatisches Menü kannst du aus dem Kasten rausziehen. Orange Chicken, dies, das, alles. So. Tot. Ja, wahrscheinlich bringt es dir jetzt körperlich nichts, wenn du das jetzt isst. Bruder, was steht an bei dir? Bruder, neue Projekte kommen jetzt im Mai. 3 Singles, Bruder. Warte ganz kurz, bevor wir da hingehen. Ja. Bist du da drüben mit Major gesigned? Ja, Bruder. In der Türkei? Genau, bei DMC. Ich habe auch hier mit Universal gearbeitet und mittlerweile nicht mehr mit Universal, aber mit DMC arbeite ich drüben. So. DMC, okay. Genau. Das ist die größte Firma in Türkei, die es gibt. So. Nur Türkei, weißt du? Oder sind die, ist es ein internationales Unternehmen? Ist in Türkei, aber hat auch viel mit diesem, wie heißt denn dieses Riesenhaus in Kochstraße, Alter, dieses Kochstraße? Axel Springer? Axel Springer. Mit denen sind die auch irgendwie prozentual so irgendwie zusammen, bla bla bla. Unsere Lieblinge, Axel Springer. Ja, Alter. Nicht, dass ich drop nach dem Podcast. Keine Ahnung, ist auch drauf geschissen, Alter. Aber ist alles so zu deiner Zufriedenheit? Bruder. Mit Verträgen, dies, das, alles. Richtig, gut? Natürlich. Ja? Ich gucke nur geschäftlich darauf, Alter. Ja, mir ist egal, welcher Name, Universal, Sony, bla bla bla. Ich gucke geschäftlich. Natürlich. Wenn sich lohnt für mich, mache ich das. Weil in der Türkei, jetzt weiß ich nicht, aber war lange, lange schwierig mit Abzockerei von Künstlern und man hält sich nicht an Absprache. Nein, Bruder, in Türkei musst du Dings, es gibt ein türkisches Wort, so Algülüm, Vergülüm. Yani, nimm meine Rose, gib meine Rose. Weißt du, ich meine, yani, es gibt nicht so, nimm und danach gucken wir später dies und das. Ich nehme sofort meine Kohle und du kriegst sofort dein Projekt. Weißt du, ich meine, so muss man in Türkei arbeiten. Leider ist das so, aber ist so. Also direktes Geschäft so, weißt du, ich meine, hier ist das Projekt, hier ist meine Kontonummer, schick das Geld auf. Wenn du nicht verarscht wirst, ist alles okay. Ah. Ist alles okay. Ja, im Mai kommen jetzt neue Projekte, Bruder. Astral heißt ein Projekt. Also 3 Singles werden insgesamt kommen, so. Erstmal Astral, Violett. Was heißt Astral nochmal? Astral ist Astralreisen. Hast du was gehört davon? Der Name kommt mir bekannt vor. Astralreisen ist so außerkörperliche Erfahrung. Ach, so. Okay. Weißt du, ich meine? Und darüber habe ich so ein bisschen einen Track gemacht. Also, wenn sie uns Handschellen anlegen, dann gehen wir in die Astralebene mäßig. So. Ach, weißt das ist Deutsch? Nein, ist auf Türkisch. Ist gerade nur übersetzt. So. Verstehe. Und drittes Projekt wird über wird mit The Game. Also, Three Kings 2 wird da rauskommen. Also, das Three Kings 1 war mit Snoop Dogg. Das zweite Projekt ist mit The Game. Und dann immer Singles rausholen. Und wer macht noch mit, außer du und Snoop? Weil Three, wer ist der dritte? The Game, Massacre und Joe Young. Ach so, okay, verstehe. Genau. Dreier-Kollabo. Okay, so. Der hat auch letztens mit Zilla und Echo einen Song gemacht. Genau. Habe ich gesehen, ja. Fand ich cool, den Song. Ja, erfolgreich, Bruder. Ja. Bisschen zu aufwendig, unnötig aufwendig. Was war der aufwendige Part, meinst du? Was meinst du, aufwendig? Nee, mit dem Video und ich glaube, die sind nach Dings geflogen, wo Dubai, Mubai, und dies und das. Aber so gut ist das Video, glaube ich, gar nicht angekommen. Ja. Aber trotzdem, cooles Projekt dann auf jeden Fall. Und das ist, Violett ist die zweite Single? Ist ja lustig. Das war meine letzte Single. Echt? Fitna. Das ist bei dieser Dings hier, bei diesem Filmsnippet. Der zentrale Song ist Violett eigentlich normalerweise. Okay. Also Violett hat in dem Projekt 2 Bedeutungen. Einmal Violett, das Geld, Violett, und dein Kronenchakra.
Also dein oberstes Chakra ist ja auch violett, so weißt du. Violett. Genau, also die Verbindung zur äußeren Welt. So. Das ist eigentlich die Bedeutung. Aber wie kommst du denn auf diese Themen jetzt? So Astralebene und Chakra, Makra. Bruder, ich hatte schon mehrere Erfahrungen damit, so weißt du, ich meine, wo ich erstmal nicht mal wusste, was das ist. Ach, wirklich. Und wo ich mich danach informiert habe, was das überhaupt ist, so, und dass man überhaupt Techniken dafür hat, dass man das selber. Ist ja Realität. Das ist ja kein Humbug, so, weißt du, ich meine, du kannst das in 21 Tagen selber lernen, so, weißt du, ich meine, wie das geht, so, ist auch einfacher, wenn man so guckt, so, bisschen Ernährung umstellen und fallen, so, und meditieren auch? Gehört auch dazu, aber musst du nicht machen, so. Weißt du, erzähl mal, was dazu gehört, interessiert mich gerade. Oder was soll ich dir jetzt über spirituelle Sachen erzählen? Nee, aber direkt da, wie du dich dann vorbereiten kannst in 21 Tagen. In 21 Tagen sollst du auf jeden Fall keine tierischen Nahrung essen. Komplett vegan, so wäre im Optimalfall, so, weißt du, ich meine. Und wenn du dich ins Bett legst, gibt es ein paar Techniken, wie du das machst, so, dass du wirklich außerkörperliche Erfahrungen machen kannst. So. Krass. Und das war sehr, sehr interessant für mich, so, weil ich hatte diese Sachen schon erlebt. Ich wusste nicht, was ist da los, Alter? Bin ich jetzt, Alter? Was passiert da, so, weißt du, ich meine? Ich sehe mich da liegen und so eine Geschichten. Bis ich mich informiert habe, wie das geht. Und wenn ich mich informiere, dann gehe ich richtig in die Materie rein, so, bis ich irgendwann erfahren habe, Alter, ich kann auch Techniken anwenden, wie ich das selber einleite, so. Ja. Und das funktioniert so. Du kannst das, und jeder kann das. Das ist mega interessant, Massaker, weil die Mutter von Desi hat darüber auch gesprochen, es ging um Trauer, und die sagte, dass man nicht die richtige Verbindung zu den Toten bekommt, wenn man lebendiges, also wenn man Fleisch isst. Richtig, ja. Also 21 Tage solltest du damit aufhören, so, und in 21 Tagen, wenn du immer wieder diese bestimmten Techniken anwendest, schafft es jeder. Krass, krass. Ja. Und du hast richtig deinen Körper verlassen und hast dich selber liegen gesehen. Ganz, ja? Genau. Alter, ganz genau. Ich habe schon oft gehört von vielen Leuten. Guck mal, Bruder, vor 10 Jahren hätte ich das gehört, ich würde daran nicht glauben, so. Aber nachdem ich das selber erlebt habe, ja, so dachte ich mir, okay, Bruder, das ist Realität. Ich kenne diese Sache aus der Theorie schon lange. Und ich habe auch viele Leute natürlich auch, die Bücher geschrieben haben und Erfahrungsberichte. Viele Leute reden davon. Aber ich habe noch nie jemanden live neben mir sitzen gehabt, den ich glauben kann, weil du erzählst keine Scheiße, Bruder, die Sache, der selber das erlebt hat. In Amerika ist das schon Mode geworden. Es ist nicht mal, es ist so inoffizielles Geheimnis, so. In Amerika machen das sehr, 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 sehr viele Leute, so, weißt du, ich meine, weil das sind einfache Techniken, wie du das machen kannst. Du kannst außerkörperliche Erfahrungen machen, wie du wirklich dich selber da liegen siehst, Alter, und denkst, Alter, was ist denn jetzt? In Amerika ist voll der Hype. Und dann natürlich kriegst du eine ganz andere Ansicht vom Leben, so. Also wie oft hast du das geschafft? Fünf, sechs, sieben Mal, so, weißt du, ich meine, die ersten paar Mal sagt man ja, dass du dein Zimmer nicht verlassen sollst und dies und das, damit du dich an diesem Körper überhaupt gewöhnst, so, weißt du, ich meine, habe ich auch genau so gemacht. Danach verlässt du erst, dann gehst du ins andere Zimmer, dann verlässt du das Haus. Alter, du hast ja schon richtig... Bla, bla, bla. Hat es dir Lösung gebracht, hast du danach irgendwie gemerkt, du bist objektiver, also hast Abstand zu Problemen bekommen und die besser bewältigt? Also, Bruder, du hast ja mehrmals gemacht, hast du ja positive Resultate. Ich kann nur sagen, dass die Welt nicht nur von der Materie ist, so. Und da zeigt mich. Ja. Verstehst du, was ich meine? Dass es auch wirklich andere Ebenen gibt, so. Und das ist Realität, so. Sollen die Leute glauben oder nicht? Das können die selber erforschen. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass du jetzt jahrelang und bla 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 irgendwie üben musst und dies und das. Du kannst das vielleicht in 3 Tagen sogar schaffen. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine einfache Sache eigentlich, wenn du dich darauf einstellst, so. Aber Maximum 21 Tage schaffst du das, Dicker. Und du warst voll bei dir jedes Mal, ja? Volles Bewusstsein. Voll bei, okay. Volles Bewusstsein. Wir müssen uns danach unterhalten, wie das geht. Ja, ich will auch rumfliegen. Ich sag dir ganz genau, wie das geht, Bruder. Hammer. Alter, krass. Ey, guck, es gibt einen Film. Und darüber habe ich so ein bisschen einen Track gemacht. Und wie gesagt, Ben, in dem Track ist eigentlich die Message, wenn man uns einsperrt, gehen wir einfach rüber in die Astralebene. Achso, der Track heißt nicht Violett, Astral heißt der Track. Die erste Single heißt Astral, die zweite Violett, das dritte ist Three Kings. Zu Violett habe ich auch eine Story. Der Three Kings auch noch. Warte mal ganz kurz. Mein erster Track mit Snoop Dogg heißt Three Kings. Das ist der zweite mit The Game, Three Kings 2. Zufall gibt's ja nicht, aber Three Kings... Der Hauptschauspieler, George Clooney.
Es gab ja einen Film, Three Kings. Mit Ice Cube, oder? Ja, Ice Cube hat mitgespielt, aber George Clooney war doch da drin. Davon haben wir das ja, Bruder. Genau. Und jetzt kommt das Lustige. George Clooney ist der Hauptdarsteller von einem Film namens Männer, die Ziegen anstarren. Kennst du hab das? Habe ich gehört, ja. Das geht darum, dass das amerikanische Militär ein Programm erschaffen hat, um den Astral Out-of-Body Experience, außerkörperliche Erfahrung, den Soldaten beizubringen, damit sie ihren Körper verlassen können, um Spionage zu betreiben. Bruder, Amerika hat jahrelang Russland so spioniert. Verstehst du, was ich meine? Die Agenten haben das alle drauf, Bruder. Das ist ein inoffizielles Geheimnis. Viele, die das jetzt sehen, die werden wissen, was ich meine, so, weißt du, ich meine? Und viele werden das erst jetzt neu hören, so. Mhm. Aber das Realität, wie gesagt, es ist nicht so, es macht kein Auserwählter. Du kannst, jeder kann das. Verstehst du, was ich meine? Jeder Einzelne kann das. Sehr interessant. Ja, stell dir mal vor, die hätten dir das damals beigebracht. Dann wärst du direkt zur Mädchendusche geflogen. Ich kenne dich. Wir haben das ja früher auch oft genug in Verbindung mit LSD und da gab es die verrücktesten Geschichten. Bruder, zu Violett, auf LSD kannst du das noch einfacher machen. Zu Violett habe ich auch eine Story. Der Kontrolleur vorhin war weiß, jetzt ist er Violett. Und was du sagst, ist richtig krass, Bruder. Das flasht mich gerade krass. Jetzt habe ich fast schon den Faden verloren. Krasse Sache, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Interessant auf jeden Fall, muss ich sagen so. Ja. Da bleibt man, und wenn man das einmal erlebt, dann bleibt man auch klatschendicker darauf. So. Ja. Weißt du, weil es funktioniert. 100%. Ist ja eine Sache, die funktioniert so. Weißt du, ich meine, da musst du nicht hinterherjagen, jahrelang. Jetzt weiß ich, was ich unbedingt sagen wollte. Das ist zwar ein anderes Thema, aber ich habe es früher auch nicht realisiert, dass es stimmt. Ich hatte oft so bei irgendwelchen Dokumentationen Alternativen, es ist übrigens, Erkältung. Real Talk ist Weichner Sari. Ich bin nicht Eisfan, hab auch nicht geballert. Ihr wollt ein Liebeslied. Nein, ich kannte MK Ultra nicht und dachte wirklich, das ist so, okay, schon an den Haaren herbeigezogen. Dann habe ich irgendwann vor einigen Jahren bei einem Tatort gesehen, dass die über MK Ultra reden. Da habe ich mich damit beschäftigt und das gibt es ja safe schon seit einigen Jahren, glaube ich, schon seit dem ersten oder zweiten Golfkrieg. Weißt du was, das ist MK Ultra? Nein, Bruder. Da gehen die in die Gehirnströme von den Leuten rein und können die zum Beispiel antisensibilisieren, also keine Hemmschwelle. Mhm. Oder der Soldat im Einsatz hungert. Sie können ihn irgendwie über die Synapsen den Hunger wegmachen. Mhm. Vielleicht weiß B ein bisschen mehr darüber. MKU, ja, ist ein altes Programm auf jeden Fall. Von das gibt's, stimmt, ne? Amerikanische Geheimdienste haben das benutzt, das ist Mind Control. Also, genau. Aber das ist eine alte Nummer. Das ist jetzt mittlerweile viel, viel krasser schon alles, was sie drauf haben. Wer weiß, was sie können? Keiner von uns weiß. In ihrem geheimen Labor haben sie was, weiß ich nicht was. Egal. Und ich wette, die können keinen Joint runterschlucken und überleben. Das können sie 100%, so wie du. Ja. 100% nicht. Ja, Bruder, das sind so deine Projekte, die jetzt kommen. Ja, das sind die ersten drei Singles. Wie heißt das Album? Genau. Album kommt nächstes Jahr, Bruder. Album kommt nächstes Jahr. Erstmal die Singles, ja? Genau. Gibt es Kollaborationen mit anderen Leuten, irgendwas geplant? Wie gesagt, mit The Game und sonst Solo, Bruder. Mhm. Was ist mit Deutschland? Nimmst du dir ab und zu mal einen Deutschen mit drauf? Ich habe vorletztes Jahr mit Saphir von 187 habe ich ein paar Tracks gemacht und mit Raf Kamora habe ich einen Track gemacht. Auf sein Album, auf mein Album und mit Bosa. Bosa, ja. Genau. Aber sonst so wie es kommt, Bruder. Also ich arbeite nicht darauf hin, so, aber wenn was zufällig entsteht, so, dann gerne. Ich würde mich nicht so viel mit Deutschen einlassen, das ist ein ziemlich ekliges Volk. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, Bruder, das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du gekommen bist. Aber wie? Gibt es irgendwas noch, was du den Leuten mitteilen willst, was auf deinem Herzen liegt, irgendwas, Projekte, irgendwas noch? Auf jeden Fall sollen sie gespannt sein, so bald kommen sehr, sehr, sehr krasse Projekte, auch deutsche Projekte werden nächstes Jahr kommen, so. Sehr schön. Wieder. Und hat mich gefreut, dass ich hier war. Mein Traum, hast mich auch gut reingelegt. Langwitze. Ja, Mann, Massaker in der Motherfucking Haus. Also. Massaker! Boom, Shaka, Laka, Baby! Das war Belas, meine Wenigkeit und der Homeboy Massaker! Türkei. Hey, Baby, ich mach mich von Acker. So sieht's aus. Ab ins Bordell, Papa braucht Happa Happa. Ja, Mann, alles Gute für den Bruder auf jeden Fall, für die kommenden Projekte. Check den Bruder ab auf Instagram, YouTube etc. pp. Ich zieh mir das Sunshine-Video jetzt direkt rein. Ich denke, wir sind raus. Mir war scheißegal, was der Wettermann sagt. Ich fahr mit Massaker und B und es war ein guter Tag. Baby, make hip-hop great again, bitch.